Einen schönen Abend hier aus München, aus der ausverkauften Arena. 66.000 Zuschauer. In wenigen Sekunden geht's los. Howard Webb, der kahlköpfige Schiedsrichter aus Rotherham, aus England, hat den Ball und läuft Richtung Anstoßkreis. Real Madrid ganz in Weiß, der FC Bayern München ganz in Rot. Ein Klassiker. Zum fünften Male stehen sich beide Mannschaften in einem Halbfinale in der Champions League oder im Europacup der Landesmeister gegenüber. Dreimal hat der FC Bayern München danach das Endspiel erreicht. Nur einmal Real Madrid und Hans-Peter Pull. Heute muss der Grundstein gelegt werden für das Finale, für das Finale. Der Horn besteht. An der Stimmung kann es nicht liegen. Unglaublich fantastische Stimmung in der ausverkauften Arena. 66.000 warten auf den Anpfiff des unparteiischen Howard Webb. Und er hat jetzt den Anpfiff ertönen lassen. Die Bayern haben die Seitenwahl verloren. Damit ganz schnell zur Aufstellung. Keine große Überraschung. Toni Kroos ist auf der Spielmacherposition beim FC Bayern. Hinter Mario Gomez. Thomas Müller sitzt nur auf der Bank. Ansonsten die 1A-Mannschaft, die der FC Bayern aufzubieten hat. Gomez ist gerade angespielt worden. Legt den Ball zurück in den Anschluss. Kreis auf Luis Gustavo und er versucht das Spiel auf die rechte Seite zu verlagern, aber erst einmal gestoppt der Angriff der Bayern, Einwurf für die Münchner mit Philipp Lahm und wir schauen mal in die Gesichter, soweit wir sie erkennen können, der Bayern-Spieler, da sehe ich eine sehr positive Anspannung, erlebe volle Konzentration und vor allen Dingen sehe ich eine Wagenladung an Optimismus, Eddie. Und ich sehe einen Bastian Schweinsteiger, der so etwas wie der Spielmacher in den ersten Sekunden ist, der vorne spielt und Kroos anscheinend doch auf der Doppel-6. Also das wäre eine riesen taktische Überraschung von Trainer Jupp Heynckes, wenn ein Schweinsteiger nach vorne gezogen hätte. Luis Gustavo mit dem Ball in der eigenen Hälfte. Versucht gleich auf der linken Seite David Alaba einzusetzen. Aber Angel Di Maria, der Argentinier, der ja auch bei der Fußball-WM gegen die deutsche Mannschaft dabei war, bei dieser bitteren Pleite beim 0-4, hat den Ball ablaufen können. Real Madrid mit Casillas im Tor, mit Beloa, Pepe, Ramos und Coentrao in der Abwehr mit Khedira und Xabi Alonso im defensiven Mittelfeld. Und dann das Prunkstück, Di Maria, Özil, Ronaldo im Mittelfeld und ganz vorne Benzema. Und die Bayern haben mit Franck Ribéry am eigenen Strafraum erst einmal klären können. Howard Webb lässt weiterlaufen, sagt kein Foulspiel von Di Maria. Die Weißen im Ballbesitz, aber schön gemacht von Franck Ribéry. Er kämpft sich den Ball 20 Meter vor dem eigenen Strafraum zurück, spielt ihn dann auf Holger Badstuber. Also hier geht es gleich von Beginn an zur Sache. Enthaltsamkeit, das war am Samstag die Devise im Spiel gegen Mainz 05. Heute wollen sie es richtig voll erstrahlen lassen hier, die ganz in Rot erleuchtete Arena in München. Die Bayern-Spieler, sie sind auf dem Weg nach Hause, nämlich zum Finale ins eigene Stadion. Und da gilt es natürlich heute mit der Unterstützung des fantastischen Münchner Publikums eine gute Ausgangsposition für den nächsten Mittwoch im Estadio Santiago Bernabeu herauszuspielen. Bayern im Ballbesitz über die rechte Seite. Gomez hat den Ball angenommen, abgelegt in die Mitte auf Toni Kroos, der jetzt mit nach vorne geht. Der strauchelt ein bisschen, weil er attackiert wird, in diesem Fall von Sami Khedira. Den Ball auf die rechte Seite gelegt zu Philipp Lahm, vorbei an seinem Verschweiger. Jetzt könnte er den Ball reinheben. Philipp Lahm mit der ersten Hereingabe. Dicht vor das Tor geflankt, zu dicht. Iker Casillas ganz in Gelb gewandelt, packt entschlossen zu und fängt sich den Ball. Und Gegenzug läuft über Mesut Özil. Und da kommen sie mit Benzema. Am Strafraum der Bayern gegen Jérôme Boateng. Ein Übersteiger, zwei Übersteiger. Benzema versucht da innen zu passen und Neuer hat dann den Ball 6 Meter vor dem eigenen Tor aufnehmen können. Und da hat man gesehen, wenn sie blitzschnell umschalten, die Madrilenen von Defensive auf Offensive, dann sind sie gefährlich. Also doch jetzt Kroos mehr im Zentrum, im Mittelfeld als Spielgestalter. Ribéry auf der linken Seite setzt sich gegen Sami Khedira erst einmal durch. Der deutsche Nationalspieler, groß gewachsen, kräftig, athletisch, bleibt allerdings an Ribéry dran und dann verliert Kroos den Ball. Foulspiel allerdings von Angel Di Maria und Howard Webb, den die Bayern gut kennen. Er pfiff das Finale in Madrid, das 0-2 gegen Inter Mailand. Er pfiff auch das schmachvolle 0-4 im Bernabeu, im Nou Camp gegen Barcelona und er pfiff auch das WM-Finale Spanien gegen Niederlande. Freistoß für die Bayern, Torentfernung gut und gerne, 35 Meter vom Schützen aus gesehen, halb links, Iker Casillas im zitronengelben Torwarttrikot, genauso die Hose und die Stutzen, wartet jetzt auf diesen Freistoß der Bayern. Vierte Minute, 0-0, 66.000, tolles Wetter, 8 Grad, trocken ist es. Und Toni Kroos hat sich den Ball zurechtgelegt. Schnippel ihn in den Strafraum hinein, auf den zweiten Pfosten, aber geklärt. Noch einmal Gustavo und dann am eigenen Strafraum Özil. Aber die Bayern bauen Druck auf.
Über die rechte Seite, Philipp Lahm, zweite Angriffswelle läuft. Da fegt der Ball herein in den Strafraum, soll kommen auf Mario Gomez. Aber dazwischen erst einmal die Abwehr, in diesem Fall schön abgelaufen von Angel Di Maria. Und erst einmal geklärt mit Befreiungsschlag Richtung Mittellinie. Die Bayern setzen nach mit Badstuber, haben den Ball schon wieder unter Kontrolle gebracht. Und meine Güte, das läuft ja richtig gut, richtig souverän, wie die Bayern in dieser Anfangsphase in den ersten 4-5 Minuten hier aufgestellt sind. Schon wieder bauen sie Druck aus, diesmal über die rechte Seite mit Philipp Lahm. Unbändig die stimmgewaltige Kulisse hier in der ausverkauften Münchner Fußballarena. Jetzt Rückpass von Holger Badstuber zu Manuel Neuer, der fast aus dem eigenen Strafraum rausläuft und versucht, ein bisschen Ruhe in die ganze Aktion zu bringen. Madrid ein bisschen abwartend in dieser Anfangsphase, lauert darauf, was der FC Bayern hier anzubieten hat. Toni Kroos wieder mit dem Rückpass auf Holger Badstuber. Fast wieder dann der Rückpass in den Strafraum auf Manuel Neuer mit dem linken Fuß. Der Bayern-Keeper Richtung linkes offensives Mittelfeld von Real Madrid. Dort ist aber wieder einer da, der Cristiano Ronaldo, der aufgepasst hat und den Ball erst einmal angenommen hat, dann hinübergespielt auf Ramos. Ramos mit weiten Schritten der Mittellinie entgegenlaufend, dann wieder mit dem Rückpass. Die Bayern sehr gut sortiert. Jetzt kommt der weite öffnende Schlag hinaus auf die rechte Seite, auf Angel Di Maria, aber der hat Probleme. Der Ball titscht noch einmal auf, geht ins Seitenaus. Einwurf für die Bayern, unweit der eigenen rechten Eckfahne, und ausführender bei diesem Einwurf ist wieder einmal Alaba. David Alaba. Gefällt mir auch sehr gut bisher das Spiel der Bayern. 7-8 Meter von der eigenen rechten Eckfahne entfernt und die Fans wie eine Mauer. Wie die berühmte Dortmunder Mauer, allerdings heute hier in München stimmgewaltig. Und das merkt man bisher auch der Mannschaft aus Madrid an. Das sind sie nicht gewohnt, dass man so aggressiv und auch intensiv empfangen wird in fremden Stadien. Jetzt kommt Sergio Ramos mit dem Stirnband, lange Haare, links rausgespielt auf die Außenverteidigerposition. Zu Cointrao und dann kommt der Rückpass zu Pepe, der robuste, manchmal überharte Verteidiger aus Portugal, spielt wieder rechts raus zu Arbeloa. Arbeloa öffnet der Ball auf Benzema. Benzema schon auf Höhe des Strafraums, FC Bayern München gegen Holger Badstuber, kann sich da um die eigene Achse drehen, hat jetzt Badstuber vor sich, spielt halblinks zurück auf Arbeloa, Dreieckspiel, Angel Di Maria, der starke Linksfuß kommt zumeist über rechts, aber Fehlpass und Badstuber klärt und die Bayern mit Schweinsteiger im eigenen Strafraum, jetzt muss schnell gehen, aber ein schlechter Ball, genau in die Beine von Semih Khedira, und auch die Bayern müssen natürlich aufpassen, jetzt Benzema, am Strafraum Benzema, Gefahr und Neuer klärt, 7. Minute. Das sind die Situationen, die die Bayern verhindern müssen. Fehlpass von Schweinsteiger, Blitzpass auf Benzema, Schuss aus 13 Metern spitzer Winkel, aber neu erklärt. Super Pass von Mesut Özil auf Karim Benzema, den französischen Nationalspieler. Tolle Faustabwehr von Manuel Neuer. Das war jetzt wirklich brenzlig. Erste Ecke für die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt. Ball liegt im rechten Kreis bei den Bayern, wird gleich mit dem linken Fuß reingetreten werden von Mesut Özil. Der hat den Ball am Fuß, nimmt Anlauf, jetzt mit dem linken Fuß auf den 5-Meter-Raum, Kopfball abgewehrt. Die Bayern sind da mit Philipp Lahm, aber das sieht jetzt nicht sehr souverän, sehr sicher aus. Alle weiß gekleideten Spieler haben sich nach vorne orientiert in die Hälfte des FC Bayern München. Das war jetzt ganz ohne Frage eine Schocksekunde für die Bayern-Abwehr und jetzt müssen sie schon wieder aufpassen. Di Maria wieder durchgesteckt auf Benzema, der hat den Zweikampf nicht angenommen gegen Innenverteidiger Jérôme Boateng. Dennoch wirbelt das weiße Ballett derzeit vor dem Strafraum des FC Bayern auf der rechten Offensivseite. Jetzt kommt Abeloa. Abeloa legt den Ball auf Mesut Özil. Schönes Zuspiel auf den ehemaligen, auf den deutschen Nationalspieler. Mesut Özil lässt seinen Bewacher stehen, in diesem Fall Holger Badstuber. Dann kommt die Grätsche von Toni Kroos und es gibt Eckball Nummer 2 für Real Madrid. Ja, die ersten Sekunden wirken sie ein bisschen abwartend, aber jetzt hat die Bestia Negra ist es ja nicht, aber die weiße Bestia auf einmal Fahrt aufgenommen, Eddie. Ja, La Bestia Negra ist ja der FC Bayern München, der Angstgegner von Real Madrid bisher in der Champions League. Noch nie konnte Real Madrid in München gewinnen. 9 Spiele, 8 Pleiten, ein Unentschied. Aber heute ist das natürlich eine ganz andere Mannschaft. Eckball, 9. Minute, Mesut Özil mit den neon-orangenen Fußballschuhen, bringt den Ball auf den kurzen Pfosten. Achtung, die Bayernabwehr wieder unsortiert, wieder schlecht von Alaba und dann Özil aus spitzen Winkel ans Außennetz. Das gefällt mir gar nicht. Real versucht zu 80% über die rechte Seite, weil da eben mit David Alaba für José Mourinho wahrscheinlich der Schwachpunkt spielt. Auf der rechten Seite Lahm gegen Cristiano Ronaldo. Die Tormaschine, 41 Treffer in der Liga, 8 in der Champions League bisher. Noch nicht aufgefallen, aber das Duell Hans-Peter Bull, wenn man das so genau anschaut, da ist der Ronaldo 1,86 und der kleine Lahm. Bei Kopfbällen möchte das Duell nicht erleben.
Wollen wir mal sehen. Aus Sicht des FC Bayern ist bislang da alles gut gegangen auf der rechten Seite. Aber links, wie gesagt, die Schwachstelle möglicherweise mit David Alaba. Der FC Bayern hat es gut gemacht. In den ersten 5 Minuten hat die Weißen aus der spanischen Hauptstadt von ihrem Strafraum ferngehalten. Und das sollte eigentlich das richtige Rezept sein. Aber mein lieber Mann, da geht ja schon wieder los. Der Angel Di Maria durch den Anschlusskreis legt den Ball auf die linke Seite. Jetzt das erste Mal das Duell Philipp Lahm gegen Ronaldo. Doppelpassspiel mit Benzema. Philipp Lahm läuft hinterher. Abseitskick von Ronaldo wieder auf Benzema. Der ist jetzt im linken Teil des Strafraums. Hebt den Ball in die Mitte. Kopfballklärung von David Alaba. Nachschussmöglichkeit. Khedira legt den Ball auf die rechte Seite zu Abeloa. Sie wirbeln und der FC Bayern München, dem wird im Augenblick ganz wirr ums Haupthaar, möchte man fast sagen. Die wissen gar nicht, wo sie attackieren sollen. Wieder der Ball in Reihen von Real Madrid auf der linken Seite. Jetzt mit Ramos. Könnte den Ball nach vorne spielen. Zieht es dann vor, wieder zurück zu spielen. Ständige Positionswechsel beim Tabellenführer aus der Primera Division. Ball jetzt hinausgeflogen auf die linke Seite. Jetzt muss auch Robben hinten mit aushelfen. Damit merken sie an der Schilderung, dass die Bayern doch ein bisschen unsortiert und verunsichert sind, ob dieser Offensivpower, die gerade Real Madrid hier entfacht in dieser 9. Minute. Möglichkeit jetzt für Real Madrid. Özil bei der Ballannahme wird attackiert und gestört von David Alaba, holt aber einen Einwurf raus. Also er muss kämpfen, der David Alaba. Klar, mit spielerischen Mitteln wird er den Mesut Özil nicht stoppen können. Ja, José Mourinho immer wieder in der Coaching-Zone zu sehen, der 49-Jährige, genauso wie auf der anderen Seite. Jupp Heynckes, der feiert ja heute ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Ein Jahr war er dort Cheftrainer und da hat er dann gleich 98 nach 32 Jahren Pause die Champions League gewonnen. Ein Riesenerfolg, hat nichts gebracht. Eine Woche später wurde er entlassen. Jetzt die Bayern mit Luis Gustavo tief in der eigenen Hälfte. Sie kommen gar nicht mehr raus. Jetzt Jerome Boateng, langer Schlag nach vorne. Achtung, Gomez am Strafraum. Und Iker Casillas macht das erstklassig. Geht da raus, 20 Meter vor der eigenen Torlinie und schlägt den Ball mit links erstmal ins Mittelfeld zurück. Das geht jetzt rauf und runter und Real Madrid fackelt überhaupt nicht lange. Schnelles Umschaltspiel, Foulspiel von Philipp Lahm im Mittelfeld. Und da ist Howard Webb da an dem bärenstark spielenden Karim Benzema, der Franzose, der kam ja für annähernd 35 Millionen von Lyon, macht bisher eine prima Partie. Und der, der 94 Millionen gekostet hat, hat gerade den Freistoß ausgeführt. Die Rede ist natürlich vom Superstar von Real Madrid, von Cristiano Ronaldo. Ballbesitz für die Königlichen auf der rechten Seite, 10 Meter vor der Mittellinie. Abeloa hat den Ball schön rübergespielt in die Hälfte des FC Bayern. Di Maria sinkt zu Boden, allerdings ohne gegnerische Einwirkung. Wo bleiben Franck Ribéry, wo bleiben Arjen Robben? Den habe ich in diesen ersten jetzt 12 Minuten überhaupt noch nicht gesehen. Franck Ribéry reibt sich auf in einem Zweikampf an der Seitenlinie, wird dann abgedrückt und es gibt Freistoß, weil Franck Ribéry nach Ansicht des Schiedsrichters Howard Webb faul gespielt hat. Publikum natürlich hat es anders gesehen. Sie merken ans, oder sie hören es am Pfeifkonzert. Gibt Freistoß für Real Madrid. Wie gesagt, der Spitzenreiter der Primera Division. Schöner Freistoß hinaus auf die linke Seite, aber Abseitsposition von Ronaldo. Und Philipp Lahm braucht gar nicht einzugreifen. Gibt Freistoß für den FC Bayern München, der so stark begonnen hat und der jetzt auf einmal ob dieser Präsenz der Weißen ein bisschen verunsichert scheint. Aber wir sind ja erstmal in der 12. Minute und ein 0:0 ist immer noch ein gutes Ergebnis. Wir hatten es ja eingangs schon mal erwähnt. Zum 10. Mal treffen diese beiden Mannschaften hier in München aufeinander in der Fußball-Champions League. 8-mal gab es Bayern-Siege, ein Unentschieden. Und die Weißen aus Madrid haben noch nie in der bayerischen Landeshauptstadt gewinnen können. Hoffen wir mal aus Sicht des deutschen Fußballs und insbesondere aus Sicht des bayerischen Fußballs, dass dem heute so bleibt. Aber schon wieder sind sie nach vorne unterwegs mit Sami Khedira. Der hat den Ball allerdings schlecht abgespielt. Dennoch im zweiten Nachsetzen sind die Madrilenen wieder da. Allerdings machen sie es auch nicht gut mit einem Zuspiel genau in die Abwehr des FC Bayern. Da läuft jetzt Holger Badstuber mit dem Ball am Fuß hinaus auf die linke Seite, legt den Ball an die Seitenlinie zu David Alaba, der mit einem schlechten und präzisen Pass, der auch ins Aus geht, die Seitenlinie entlang. Er schimpft ein bisschen, der Monsieur Franck Ribéry, aber es gibt Einwurf für Real Madrid. 13 Minuten gleich vorüber, 66.000 sehen einen schwungvollen Auftakt in diesem Champions League Halbfinale zwischen Bayern München und Real Madrid und warten immer noch auf das erste Tor. Ja, das soll ja heute Abend die Meisterprüfung werden für David Alaba, für den 19-jährigen Österreicher, dieses Champions-League-Spiel. Aber bisher gefällt er mir gar nicht da auf der linken Verteidigerposition. Fehlpässe und jetzt ein Foulspiel im Mittelfeld von Cointrao gegen Arjen Robben und Howard Webb. Zeit zu fordern. Alles weg hier. Weg von mir. Ich sag jetzt hier, wo es lang geht. Hat das Spiel unterbrochen. 4-5 Weiße. Wir stürmen ihn sofort. Und auch an der Seitenauslinie. José Mourinho, der mag keine Schiedsrichter, der mag keine Journalisten, der mag eigentlich fast niemanden außer seine Frau und seine zwei Kinder. Der steht da und schaut Richtung Howard Webb, was die jetzt macht. Fabio Coentrao, den die Bayern sogar mal haben wollten.
wird nur ermahnt und nicht verwarnt. Und Mourinho wird daher zufrieden sein. Und bei den Bayern, Hans-Peter, haben wir fünf Probanden, die aufpassen müssen, dass sie möglicherweise heute Abend eine gelbe Karte bekommen und dann im Halbfinalrückspiel gesperrt sind. Trotzdem sollten sie die gelb gefährdeten Spieler weiter mit heißem Herzen und mit großem kämpferischen Einsatz hier zu Werke gehen. Es lohnt sich doch, das Ziel zu erreichen, dass da heißt Finale im eigenen Stadion. Das Champions-League-Finale hat noch nie eine Mannschaft erreichen können. David Alaba auf der linken Seite schön in die Mitte abgelegt auf Mario Gomez, der den Ball dann reinspielt ins Zentrum auf Luis Gustavo. Kein Raum gewinnen, der Brasilianer mit einem Querpass zur rechten Seitenlinie auf Philipp Lahm. Da hat jetzt Arjen Robben den Ball wieder abgelegt auf den Bayern-Kapitän. Philipp Lahm versucht an Sami Khedira vorbeizugehen, noch einmal angelegt. Schön gespielt im Strafraum. Franck Ribéry, Elfmeter! Das muss Elfmeter geben! Das muss Elfmeter geben! Und jetzt ist der Mieux Fantastique aus Frankreich richtig erbost. Also Eddy, da bin ich eigentlich fast ganz sicher aus unserer Perspektive. Aber Howard Webb gibt keinen Strafstoß. Und der Franck Ribéry, der kleine Spatz, nicht von Avignon, das ist ja Mireille Mathieu, der pfeift da dem Unparteiischen so richtig seine Meinung. Sie hören die Reaktion des Publikums. Aus unserer Sicht ist der Franck Ribéry ganz klar gehakt worden. Es war ein Kontakt da. Wir haben die Zeitlupe noch nicht gesehen, aber der Schiedsrichter gibt keinen Strafstoß. Er gibt allerdings auch keine Verwarnung gegen Franck Ribéry, der da sich sehr echauffiert hat. Da hat er natürlich Glück gehabt, der Franzose. Also eine ganz, ganz kitzlige Szene von Howard Webb zu Ungunsten des FC Bayern entschieden. Also in dieser 16. Spielminute kein Strafstoß. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Eine ganz tolle Kombination der Münchner Bayern. Robben auf Lahm, Lahm mit Absatzkick wieder auf Robben. Robben reingespielt in den Strafraum. Und für meine Begriffe ist da Franck Ribéry gefoult worden. Aber wir haben die Zeitlupe immer noch nicht gesehen. Und deswegen bleiben wir mal dabei. Vielleicht hat er ja doch den britischen harten Blick gehabt, der Howard Webb, und hat richtig entschieden. Jedenfalls eine höchst umstrittene Entscheidung. Weiterhin 0-0, Eddie. Zeiss drum, Spiel wird zerfahrener und hektischer. 0-0, 16 Minuten vorbei und die Bayern im Mittelfeld mit Toni Kroos. Jetzt muss man schnell gehen, wieder der lange Ball auf Ribéry. Ribéry, und dann kommt Pepe angerauscht. Pepe schlägt den Ball erst einmal ins Tor aus und es gibt Eckball für die Bayern und Toni Kroos kommt daran. 17. Minute und jetzt vielleicht eine Möglichkeit nach einer Standardsituation. Real Madrid hat zuletzt gezeigt, dass man bei Standards anfällig war, vor allem gegen Atletico Madrid das Gegentor. Da hat die Innenverteidigung regelrecht gepennt. Toni Kroos, kurzer Anlauf, 2, 3, 4 Schritte. Jetzt schwebt der Ball herein auf den zweiten Pfosten. Achtung, Ribéry, Tor, Tor, Tor! Den Ball aus 13 Metern, Vollspann, links unten an Casillas vorbei. Und der FC Bayern München führt gegen das weiße Ballett, gegen das große Real Madrid mit 1-0. Und jetzt, Hans-Peter, jetzt muss der FC Bayern München ruhiger werden. Das muss Sicherheit geben, diese Führung. Und das Münchner Fußballstadion gleicht einem Tollhaus. Wäre natürlich eine super Ausgangsposition, ganz egal, wie das Tor gefallen ist. Jetzt heißt es, hinten aufpassen, FC Bayern. Die Null muss stehen, das ist eminent wichtig für das Rückspiel am nächsten Mittwoch im Estadio Santiago Bernabeu. Aber die weiße Bestie, die wird natürlich jetzt Fahrt aufnehmen. Mesut Özil, gerade auf der rechten Seite, hat Probleme bei der Ballannahme. Auch ein bisschen natürlich jetzt genervt durch diesen 0-1 Rückstand, dass sie auf des Gegners Platz nicht gerade freundlich empfangen werden. Das sind die Madrilenen ja gewohnt. Am Wochenende müssen sie beispielsweise im Clásico wieder antreten, im Nou Camp Stadion von Barcelona. Dann wird vielleicht der Kampf um die spanische Meisterschaft auch noch einmal ein bisschen spannender. Aber hier so etwas in Deutschland haben sie wohl noch nicht erlebt, die Spieler von Real Madrid. Diese Stimmung in der ausverkauften Hütte, die sich da nennt, Münchner Fußballarena, die ist wirklich einmalig. Und sie sind belohnt worden, das zahlende Publikum, dieses 1-0 für
den FC Bayern München durch Franck Ribéry aus der 16. Minute. Müsste der Mannschaft von Jupp Heynckes doch jetzt ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Gelassenheit geben und dann vielleicht den Gegner kommen lassen und dann noch ein zweites Tor zu setzen. Das wäre es natürlich. Schon wieder die Bayern vorne vor dem Strafraum, aber diesmal Schweinsteiger hat das Nachsehen. Gegenzug läuft wieder mit Xabi Alonso durch das Mittelfeld gespielt. Karim Benzema auf die linke Seite gelegt. Jetzt Ronaldo gegen Philipp Lahm in die Mitte gespielt. Da sinkt einer zu Boden. Auch da bleibt die Pfeife des Unparteiischen. Ich glaube, der Angel Di Maria, der da zu Boden gesunken war, bleibt die Pfeife von Howard Webb stumm. Also der Franck Ribéry hat die Bayern mit 1:0 in Führung geschossen. Und jetzt haben sie viel Platz. Toni Kroos, 3 gegen 3, 4 gegen 4 könnte es jetzt werden. Könnte durchlegen auf Mario Gomez. Mario Gomez im Strafraum, drängt ein bisschen weit ab nach links. Und dann kommt eine verunglückte Flanke rüber auf die rechte Seite. Arjen Robben war unterwegs Richtung Strafraumzentrum von Real Madrid. Und deswegen hat er keine Möglichkeit mehr, den Ball, diese zu scharf geschlagene Flanke von Mario Gomez unter Kontrolle zu bringen. Und deswegen gibt es Tor ab vom Kasten von Iker Casillas, der Eddie natürlich machtlos war bei diesem Schuss aus 13 Metern von Franck Ribéry. Das war ein Riesenfund. Da war er ohne Chance. Der 30-Jährige, der schon alle Titel gewonnen hat. Champions-League-Sieger war er, Weltmeister war er, Europameister ist er geworden. Er hat alles gewonnen, gilt aktuell wohl als bester Torwart der Welt. Manuel Neuer möchte ihn irgendwann mal ablösen, aber er hat gezeigt bei dieser großartigen Parade in der 7. Minute, was er drauf hat. Schon wieder Real Madrid, immer wieder Angel Di Maria. Jetzt Cristiano Ronaldo, Philipp Lahm ist da, Maria schießt, Spiel war unterbrochen und jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich, denn jetzt kommt El Pistolero. Das ist Ronaldo, wenn der Freistöße schießt, das sind 22 Meter zentral. Wie ein Cowboy steht er da, die Beine auseinandergegrätscht, die Hände wie beim Duell am Halfter. Und jetzt sind wir gespannt. Jetzt muss Manuel Neuer wahrscheinlich höllisch aufpassen bei dieser Aktion in der 21. Minute. Cristiano Ronaldo, seine Bälle fallen zumeist runter, als ob sie von einer Bleikugel behaftet sind. Erstmal steigen sie hoch und dann fallen sie runter. Und das ist das Gefährliche, das Gemeine an diesen Schüssen. Jetzt in der Anlauf, 4, 5 Schritte. Breiter Grätschritt. Visiert den Kasten von Neuer an. Schaut, wie die Bayern-Abwehr steht. Howard Webb sagt, noch ein paar Zentimeter zurück, aber auch Mesut Özil wäre da. Aber ich bin mir sicher, das macht Ronaldo. 8 Champions-League-Tore hat er bisher erzielt. In dieser 21. Minute Bayern führt. Ronaldo schießt. Knüber. War im Einsatz gut, Hans-Peter, aber der Ball fällt dann doch knapp über den Querbalken. Liebe Anhänger des deutschen Fußballs und insbesondere Anhänger des FC Bayern München, den ersten Schuss hat er vergeben. Ronaldo kann er noch ein paar Mal am heutigen Abend machen. In dieser 21. Minute bleibt es also beim 1:0 für den FC Bayern München durch das Tor von Franck Ribéry aus der 13. Minute. Wo ist die Antwort von Real Madrid? Werden sie jetzt ein bisschen offensiver? Leichtsinniges Abspiel von Holger Badstuber zu seinem Keeper Manuel Neuer, der fast mit einem Fehlpass hier den Gegner wieder ins Spiel gebracht hätte. Das besorgt aber jetzt Toni Kroos, der nicht so gut spielt, wie vielleicht sein Trainer gedacht hat. Thomas Müller sitzt ja draußen auf der Bank, aber auch er eigentlich in den letzten Spielen, insbesondere im Spiel bei Borussia Dortmund, eigentlich ohne Form gewesen. Real Madrid kommt über die rechte Seite, Weiterschlag Richtung Strafraumzentrum. Özil hat sich da gelöst, aber der Ball fliegt in den Strafraum der Bayern rein und da ist keiner der weiß gekleideten Spieler aus der spanischen Hauptstadt, sondern nur Manuel Neuer hat das Spiel sofort wieder freigegeben, auf die rechte Verteidigerposition zu seinem Kapitän Philipp Lahm gespielt, der wieder zurück zum eigenen Keeper. Manuel Neuer, Weiterschlag hinüber auf die rechte Seite. Arjen Robben mit Ausnahme dieser Szene, die fast zum Elfmeter geführt hätte, bislang abgetaucht. Aber da hat er wirklich ganz toll harmoniert mit Philipp Lahm. Tolle Kombination der beiden auf der rechten Seite. Ansonsten immer noch nicht viel zu sehen vom Flügelspiel des FC Bayern. Soll uns aber egal sein, die Münchner führen ja mit 1:0 durch das Tor von Ribéry. Jetzt ganz schön elegant, aber da hat er sich eingesetzt. Ich habe gedacht, das wäre ein Stürmerfoul gewesen von Mesut Özil. Aber da hat offensichtlich der David Alaba, ein bisschen gedrückt. So hat es der englische Unparteiische gesehen, der ehemalige Polizist. Ist von der Insel und gibt Freistoß für Real Madrid. Abeloa, der Ball liegt hart an der rechten Seitenlinie, 10 Meter in der Hälfte des FC Bayern, aber Abeloa geht ganz auf Nummer sicher und spielt den Ball zurück in seine eigene Innenverteidigung. Pepe dann ganz auf Nummer sicher, nimmt seinen Keeper Iker Casillas mit. Pepe hat den Ball wieder zugespielt bekommen, nähert sich jetzt der Mittellinie auf der rechten Seite, 5-6 Meter davor, schlägt den Ball Richtung Strafraum des FC Bayern, Ball titscht einmal auf, dann behindert sich der. Meine Güte, wie kann man denn sowas machen? Da behindert sich tatsächlich Jerome Boateng und Manuel Neuer gegenseitig, aber Gott sei Dank
schlagen die Spanier kein Kapital daraus. Arjen Robben, angespielt auf der rechten Seite, ist Antritt schnell unterwegs in der Nähe des Strafraums, legt den Ball ab in den Rücken von Toni Kroos. Und alle waren schon wieder einen Schritt weiter und schneller als der Ball. Und deswegen ist diese Angriffsaktion verpufft. Auf der anderen Seite jetzt Ronaldo mit einem Foulspiel. Nein, er gibt Foulspiel von Franck Ribéry. Wobei ich sagen muss, also das war ein bisschen komisch, da die Kante, dieser Kasten von einem Mann, Cristiano Ronaldo, und der Franck Ribéry, der Kleine, der da den Ellbogen wohl ausgefahren hat. Jedenfalls hat der Schiedsrichter Freistoß gegeben. Der hat aber erst einmal nichts gebracht und die Bayern sind schon wieder unterwegs. Diesmal mit Arjen Robben auf der rechten Seite. Robben vorbei am ersten, immer noch Robben, und der gefällt mir gar nicht. Der Arjen Robben gefällt mir genauso wenig wie gegen Dortmund. Na gut, Mainz wollen wir gar nicht mehr zählen. Dem fehlt momentan irgendwie die Kaltschnäuzigkeit, auch die Frische und die Schnelligkeit und vor allem das Selbstvertrauen. Bei dieser Aktion, als er vorbei war, legt er quer in den Rücken und da hatte dann Mario Gomez keine Chance. Real Madrid mit Sami Khedira zu Pepe, tief in der eigenen Hälfte, 10 Meter vor dem eigenen Strafraum. Jetzt Pepe mit langem Schritt am erst vorbei, am zweiten und vorne Benzema, und diesmal machen sie Bayern gut. Spielen auf Abseits, der Ball zu lang und Manuel Neuer hat ihn aufnehmen können im eigenen Strafraum. Ja, was denkt dort ein José Mourinho? Drittes Duell mit den Bayern. Mit Chelsea hat er 2005 im Viertelfinale gegen die Bayern nach Hin- und Rückspielen gewonnen. Damals war er gesperrt, musste im Hotel zuschauen. Dann das Finale mit Inter Mailand gewonnen gegen die Bayern. Und heute Abend liegt er mit Real Madrid erst einmal 0:1 zurück durch den Treffer von Franck Ribéry aus der 17. Minute. Es gibt ja diesen geflügelten Satz von ihm. Jetzt kommen die Bayern über rechts. Erst kommt Gott, dann komme ich. Also Hans-Peter, der ist schon selbstbewusst. Ja, aber der Fußballgott ist grau geworden. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Und der ist mittlerweile, wie Hildegard Knef singt, der alte Wolf wird langsam grau. Er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Genau so ist er, der alte Wolf, der José Mourinho. Die Bayern sind keine alten Wölfe, sondern junge Spunde. Jetzt mit Arjen Robben auf der rechten Seite. Nimmt seinen Kapitän Philipp Lahm mit. Der müsste jetzt wieder zurückspielen, hat das getan. Auf Arjen Robben allerdings keinen Raumgewinn. Robben wird nicht angegriffen, deswegen spielt er rein in den Strafraum auf Philipp Lahm. Der zieht den Ball in den linken Teil des Strafraums von Real Madrid, aber geklärt. Özil hilft hinten aus und klärt auf Kosten eines Einwurfs. Reklamiert da der Mesut Özil. Der Toni Kroos hat mich doch bedrängt. Die beiden kennen sich doch aus der Fußballnationalmannschaft. Also, das sind natürlich beides filigrane Fußballer. Den einen habe ich gerade beobachten können bei einer Grätsche. Sah aus, wie wenn eine Schneiderin sich den Stoff gerade zurechtlegt. Ganz, ganz zart und beseitet ist er da zu Werke gegangen. Der Toni Kroos also ist nicht gerade derjenige, der da eine Grätsche auspacken kann. Aber sei es drum, jetzt hat er wieder einen Freistoß herausgeholt bekommen. Nein, die Bayern bleiben sogar im Ballbesitz mit Franck Ribéry auf der linken Seite, unweit der linken Eckfahne, abgelegt auf den angesprochenen Toni Kroos, der mit einer schwachen Hereingabe, schwachen Flanke. Die Bayern haben erst einmal kein Kapital daraus schlagen können, erkämpfen sich aber den Ball wieder und das ist gut. Die Körpersprache ist wieder da, wie zu Beginn des Spiels. Ich sehe das Leuchten in den Augen, ich sehe den Optimismus und wir sehen auf die Anzeigetafel, Eddie, und sehen ein 1:0 für die Bayern gegen Real Madrid nach 27 Minuten. Aktuell ein Traumergebnis für die Münchner, dieses 1:0, dieser 19. Mai spukt ja schon seit Monaten in den Köpfen der Macher und auch der Spieler herum, das Finale hier in München. Jetzt Kroos, hervorragende Pirouette und dann ein ganz schlampiger Ball. Da macht er alles kaputt, was er sich erarbeitet hat, und jetzt müssen sie aufpassen, denn dieser Anke Di Maria, der ist umtriebig, hat den Ball jetzt verloren. An Gustavo, die Bayern mit Ribéry. Ribéry gegen Arbeloa, ist erstmal vorbei, macht er klasse, der Franck Ribéry, immer noch Ribéry, wird von Arbeloa attackiert, dann der Ball rüber auf die rechte Seite. Komm, Schweinsteiger, du musst es schneller machen, da kommt der Schuss! Und er streicht ganz, ganz knapp vorbei. Einen halben Meter war das. Bastian Schweinsteiger mit den beiden Schweißbändern an den Handgelenken, mit der Kurzhaarfrisur, knallt den Ball einen Meter links vorbei. Aber ein wunderbarer Pass von Ribéry, der bisher eine klasse Partie spielt. Das ist Adrenalin pur, was hier die Zuschauer erleben. Fußball-Adrenalin pur, was die 22 Aktiven auf dem Feld da ausschütten. Gerade dieser Schrammeschuss von Schweinsteiger wäre ein Tor für die Bayern wert gewesen. Jetzt wieder Real Madrid mit dem Spielaufbau über die rechte Seite. Wieder Abeloa. Viel läuft eben über diese rechte Seite, weil sie da vermuten, mit David Alaba die Schwachstelle bei den Bayern ausgemacht zu haben. Ball an der rechten Eckfahne der Bayern angekommen. Karim Benzema will es nicht wahrhaben, aber die Kugel war schon über die Seitenlinie mit vollem Umfang. Deswegen gibt es Einwurf für den FC Bayern. Und der gerade angesprochene graue Wolf, José Mourinho, in der Coaching-Zone unterwegs, sieht Richtung
Eckfahne des FC Bayern und beobachtet den Einwurf von David Alaba. Der kommt aber nicht auf Franck Ribéry, für den es bestimmt war, sondern dazwischen sind die weiß gekleideten Spieler aus der spanischen Hauptstadt. Die Bayern entschlossen im Zweikampf dazwischengang. Jetzt schön geöffnet, Philipp Lahm auf die rechte Seite. Jetzt Arjen Robben, trau dir doch mal was zu. 1:1 Situation gegen Ramos. Ramos dann die Möglichkeit in der Mitte, Reingabe. Und von der Brust von Abel Loa prallt der Ball genau in die aufnahmebereiten Hände von Spaniens Nationaltorwart Iker Casillas. Und die Bayern haben keine weitere Chance. Gegenzug läuft jetzt schon wieder wunderbar auf der halblinken Position. Di Maria dann abgelegt auf Cristiano Ronaldo. Achtung, wird gefährlich. Schuss von Ronaldo. Ein Schuss wie ein Strich, aber Gott sei Dank aus Sicht des FC Bayern über das Tor. Da hätte es schnell Bumm machen können im Kasten von Manuel Neuer. Also tief durchatmen, gleich eine halbe Stunde vorüber. Viele hatten gedacht, Eddie, das würde ein Spiel mit taktischem Rasenschach. Aber beide Mannschaften gleich das Visier hochgeklappt. Es geht hin und her und im Augenblick beim 1:0 für die Bayern das bessere Ende für den deutschen Fußballrekordmeister. Läuft gut, aber da hatte Philipp Lahm erstmals den Cristiano Ronaldo aus den Augen verloren. Und schon war es blitzgefährlich nach dem klasse Pass von Mesut Özil auf die linke Seite. Die Bayern im Mittelfeld, schön. Mario Gomez, endlich ist er mal am Ball, der möchte auch mitspielen. Legt dann links raus auf Ribéry. Vorhin hätte er fast den Ball bekommen von Robben nach diesem wunderbaren Flankenschlag von der rechten Seite. Aber da war der Ball etwas zu lang. Im Mittelfeld, harter Kampf, Xabi Alonso, Foulspiel, klare Sache. Gegen Ribéry, 6-7 Meter hinter der Mittellinie in der Hälfte von Real Madrid. Halblinke Position und Schweinsteiger, der natürlich jetzt die Ärmel regelrecht hochkrempeln muss. Er hat Kurzarm heute Abend, aber er muss zeigen, dass er Chef ist auf dem Platz. Nach der langen Verletzungspause ist er wieder peu à peu herangeführt worden. Langer Schlag von Badstuber, sucht auf der rechten Seite Arjen Robben, aber die Spanier machen das gut. Und Sergio Ramos, der Innenverteidiger, der Nationalspieler, wunderbarer Ball ins Zentrum auf Angel Di Maria. Torentfernung 30 Meter an Badstuber vorbei und dafür könnte es gelb geben. Und Badstuber ist einer, nein, er ist nicht einer der Kandidaten. Er hat Glück, er hat erst eine gelbe Karte, aber wenn er eine bekommen würde, dann wäre er ebenfalls gehandicapt für das Rückspiel. Aber Howard Webb lässt bisher das Spiel großzügig laufen. Macht aus unserer Sicht natürlich gut, aber es gibt wieder mal Freistoß für Real. Und ich glaube, da kommt wieder nur einer in Frage. Nämlich der Cristiano Ronaldo. Aber ich muss noch ein Wort sagen. Jetzt gibt es doch die gelbe Karte gegen Holger Badstuber. Also er hat sie eine halbe Stunde lang an der sehr langen Leine geführt. Der Schiedsrichter Howard Webb, der Polizeimeister von der Insel. Und jetzt hat er gesagt, das war genug. Das war ein richtiger Bodycheck von Holger Badstuber. Aus unserer Sicht hätte er natürlich noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber wir erwarten natürlich vom Engländer, dass er jetzt auch auf der anderen Seite jedes harte Einsteigen dann mit der gelben Karte bestraft. Nichtsdestotrotz jetzt Freistoß für Real Madrid. Aber die Torentfernung fast 30 Meter, ein bisschen nach halblinks versetzt. Und da liegt er wieder, der Ball, und wartet darauf, geschossen zu werden von Cristiano Ronaldo. Wieder diese Cowboy-Haltung annehmen, wie bei 12 Uhr mittags, diesem klassischen Western mit John Wayne. Wartet er auf die Freigabe des Balles. Torentfernung, wie gesagt, 30, 31 Meter, halblinke Position. Mal gucken, ob er es jetzt besser macht. Ronaldo läuft an, schießt und der Ball wird abgefälscht. Nachschussmöglichkeit nicht gegeben, denn den Aufsetzer, den schnappt sich sofort Manuel Neuer. Wirft den Ball dann ganz schnell auf die linke Offensivseite. Franck Ribéry schon in der Hälfte von Real Madrid, öffnet das Spiel rüber auf die rechte Seite. Da wartet nämlich Arjen Robben, aber der Franzose zögert zu lange. Und irgendwie wird er auch ein bisschen vernachlässigt. Oder sie wissen, dass er nicht seine beste Form hat derzeit, der Arjen Robben. Die Bayern versuchen es über links jetzt mit Alaba. Der lässt den Ball erst einmal liegen für Franck Ribéry. An zwei, drei Spielern wieder vorbei. Das war des Guten zu viel. So leicht kann man natürlich das königliche Ballett aus Madrid auch nicht austanzen. Und deswegen ist dieser Angriffszug der Bayern wieder verpufft. Gegenzug läuft mit Sami Khedira. Der durchschreitet den Anstoßkreis, hat dann wieder zurückgespielt auf Ramos, jetzt der Ball in der Hälfte von Real Madrid. Spieleröffnung der Madrilenen auf die rechte Seite. Mesut Özil macht eine starke Partie. Ein bisschen abgetaucht der Karim Benzema, ist allerdings auch der Tatsache geschuldet, dass die Bayern bislang eine aufmerksame Partie in der Innenverteidigung liefern, obwohl nicht alles Gold ist, was glänzt. Immer noch Özil auf der rechten Seite, wird verfolgt von Schweinsteiger. Das Duell der beiden Nationalmannschaftsspieler, gibt es einen kleinen Rempler von Schweinsteiger. Und der Schiedsrichter, der betont die körperliche Härte und sagt, das war absolut okay, was der Schweinsteiger da gemacht hat. War ein kleiner Rempler, der Özil ist so über die Seitenlinie sogar ins Ausgeflogen. Aber es gab keinen Einwurf, sondern den Einwurf gab es für die Bayern. Nämlich für Bastian Schweinsteiger, der hat den ausgeführt. Allerdings jetzt schon wieder Sami Khedira für Real Madrid. 35 Meter vor dem Tor, wieder hinausgespielt auf die rechte Seite. Wieder auf den Fuß von Özil und er schießt diesmal ins Gesicht von Schweinsteiger. Und diesmal dürfen die Weißen einwerfen.
Einwurf für Real Madrid mit Alvaro Arbeloa, der Rechtsverteidiger, ist nach vorne marschiert, Höhe Strafraum. Und da haben sie das schlecht gemacht, der Angel Di Maria passt sofort auf Arbeloa zurück, der kann den Ball nicht kontrollieren. Und jetzt gibt es dann Einwurf für den FC Bayern München. Ja, Howard Webb, das ist ein Schrank von, ich schätze mal, knapp 1,90. Hat auch die Masse und er hat sich gesagt, früher als Polizist habe ich mehr solche Bodychecks bekommen, bin ich umgefallen. Also deshalb kein Freistoß für Madrid nach diesem Check von Schweinsteiger gegen Özil. Und jetzt Einwurf mit Alaba nach vorne. Aber Gomez ist bisher absolut abgemeldet bei Pepe und Sergio Ramos. Und deshalb haben die Bayern ein Problem im Zentrum in der Sturmspitze. Da kommt einfach momentan nichts raus bei Mario Gomez, 11 Tore hat er zieht bisher in der Champions League Saison, 3 weniger als Lionel Messi. Ramos im Anschlusskreis, zurückgespielt auf Xabi Alonso, der hat alles gewonnen, nur noch keinen nationalen Meistertitel, weder mit dem FC Liverpool noch bisher mit Real Madrid, ist schon paradox. Jetzt müssen die Bayern aufpassen, Coentrao wird gestoppt und die Bayern nach 34 Minuten 1-0 vorne, aber unter Druck. Foulspiel, Stürmerfoul von Mario Gomez, Howard Webb. Der Bobby von der Insel, er ist ja Profi-Schiedsrichter, früher wie gesagt Polizist, hat den Gummiknüppel nicht dabei, aber mit seiner Hand ist er sehr ausdrucksstark in seiner Gestik, hat gesagt, so nicht Herr Gomez, Freistoß für Real Madrid, das ganze 5 Meter vor der Mittellinie auf der linken Seite der Madrilenen, Ball am Fuß von Ramos, hat den Ball rübergespielt in die Hälfte des FC Bayern, ständig unterwegs, mal rechts, mal links, Angel Di Maria nimmt dann Ronaldo mit, der wird sofort wieder verfolgt, in dem Fall von Philipp Lahm, aber wieder Di Maria unheimlich ballsicher, hat den Ball abgelegt auf Ronaldo im Zweikampf gegen die Bayern, diesmal gegen Schweinsteiger. Und der Bastian Schweinsteiger geht da kein Risiko ein, hat den Ball in Seiten ausgetreten. Ronaldo wirft aber erst einmal zurück Richtung Mittellinie. Jetzt versuchen sie es über die linke Seite nach vorne zu kommen. Im Sturmzentrum wieder unterwegs Karim Benzema, wird verfolgt von Jerome Boateng. Ballbesitz für Real Madrid auf der linken Seite. Ball schwebt rein Richtung Strafraum des FC Bayern München und landet dann auf der rechten Seite bei Özil, der sofort nicht lange fackelt, sondern sofort den Ball wieder Richtung linker Kante des Bayern-Strafraums spielt. Also sehr ballsicher die Madrilenen. Die Bayern ein bisschen Hauruck-Fußball spielend. Und jetzt bekriegen sie wieder einen Freistoß zugesprochen, weil da auf der rechten Seite, auf der rechten Verteidigerseite, Arjen Robben sehr hart eingestiegen ist. Das hat Howard Webb geahndet. Gibt Freistoß für Real Madrid. Spitzer Winkel zum Tor, also in der Verlängerung der rechten Kante des Strafraums. Eddie, gerade mit der rohen Gewalt hat es nicht geklappt. Jetzt sind sie mal gespannt. Jetzt wird es wahrscheinlich eine Freistoßflanke werden von Real Madrid. Ja, Angel Di Maria, der hat einen wunderbaren linken Fuß, hat sich den Ball zurechtgelegt und ich denke einmal mit viel Schnitt oder eventuell Xabi Alonso, der Mittelfeld Hautegen. Bin gespannt, was sie jetzt aushecken. Vorne natürlich die großgewachsenen Pepe, Ramos, kopfballstarke Spieler, Cristiano Ronaldo. Jetzt müssen die Bayern wirklich exzellent verteidigen. Neuer kauert auf der Linie. Freistoß von Xabi Alonso auf den kurzen Pfosten, Kopfballverlängerung. Neuer mit der Faust vor Sergio Ramos und die Bayern damit. Philipp Lahm, den Ball weit und hoch nach vorne gedroscht und Ribéry wartet da gegen Coentrao. Aber Coentrao macht das klasse. Robben noch einmal für meine Begriffe hohes Bein. Und Howard Webb hat das genauso gesehen. Und jetzt gibt es auch noch einen gelben Karton für Arjen Robben. Zweite gelbe Karte für die Bayern, nachdem Badstuber verwarnt wurde. Jetzt auch noch Robben. Also Howard Webb. Mainz momentan nicht gut, vor allem nicht mit Arjen Robben. Den hat er im WM-Finale schon gehabt, den hat er im Finale gegen Inter Mailand gehabt und heute Abend hat er wieder Geld bekommen. Aber da hat er richtig gelegen, war ganz klar gestrecktes Bein, der hat den Fuß ziemlich hoch gehabt, gestrecktes Bein von Arjen Robben und da dürfen wir mal nicht durch die bayerische Brille schauen, das war eine korrekte Entscheidung und dafür muss es Geld geben. Arjen Robben ist ja auch einer, der sehr schnell dann zu Boden sinkt und der fordert ja dann auch immer die persönliche Strafe und auch die Spielstrafe und deswegen war das eine richtige Entscheidung von Howard Webb. Real Madrid liegt 0-1 hinten im Spiel beim FC Bayern München, hat den Ball auf der rechten Seite. Schwer auszumachen, wer hier mehr Ballbesitzanteile hat. Ich glaube, das ist absolut ausgeglichen, das Spiel. Aber ein bisschen spielsicherer im Aufbau. Ganz klar, die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt. Der FC Bayern ein bisschen mehr kämpferischer Einsatz zeigend, ein bisschen mehr Leidenschaft zeigend, ein bisschen mehr Biss. Und deswegen lege ich mir mal fest, die Führung geht eigentlich in Ordnung, dieses 1-0. Aber gleichwohl ist es eine hauchdünne Führung und sie hängt natürlich auch am seidenen Faden. Zumal wieder Abspielfehler, diesmal von Schweinsteiger. Achtung, Di Maria schießt. Ball ist abgeblockt.
Tief durchatmen, abermals Fans des FC Bayern. Wir haben ja immer wieder gesagt, das ist die Nagelprobe für diese Viererabwehrkette des FC Bayern. In der Fußball-Bundesliga ist sie nicht allzu oft geprüft worden. Deswegen haben ja die Bayern auch mit die beste Abwehr der Liga. Aber hier auf europäischer Bühne, da weht ein anderer Wind. Jetzt weht der Wind im Strafraum. Da kommt die Flanke von Alaba in der Mitte. Aber schön abgeschirmt Mario Gomez. Dennoch setzen die Bayern entschlossen nach. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Franck Ribéry wird gehalten, legt dennoch ab auf Toni Kroos. Toni Kroos mit dem Seitenwechsel auf die rechte Seite, aber wieder nicht präzise genug. Da dauert es ein bisschen lange, bis Arjen Robben den Ball unter Kontrolle bringt. Ist dann auch noch in der Rückwärtsbewegung und Mittellinie unterwegs gewesen. Dennoch bleiben die Bayern im Ballbesitz mit Schweinsteiger. Der löffelt den Ball nochmal raus zum Holländer. Der sinkt zu Boden, rutscht aus. Ball ist futsch, bleibt beim 1:0 für Bayern München gegen Real Madrid. Und wir haben noch 6,5 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Ronaldo im Strafraum. Ball nach innen und schön aufgepasst von Alaba. Sonst wäre es gefährlich geworden. Klasse geklärt vom kleinen, dunkelhäutigen Österreicher. Und jetzt müsste es schnell gehen. Arjen Robben noch nicht in der Partie drin, hat Probleme gegen Coentrao. Jetzt auf der rechten Seite Robben, Tor entfernt, 30 Meter, zentral gespielt auf Groß. Groß geht in den Strafraum rein, den Ball zu weit vorgelegt. Und Iker Casillas, der Kapitän, hat den Ball als Torwart aufnehmen dürfen mit der rechten Hand und hat ihn wieder abgeworfen. Auf Sergio Ramos, 5-6 Meter vor dem eigenen Strafraum, zentral gespielt auf Pepe, der großgewachsene, kräftige Innenverteidiger, fast kahl rasiert. Langer Ball von Angel Di Maria aus dem Fußgelenk auf Benzema. Benzema gegen Alaba. Benzema könnte schießen. Neuer hat den Ball. Neuer hat diesen Flachschuss in der 40. Minute, aber blitzschnell diese Aktion und dieser Angel Di Maria taucht immer wieder ab, aber dann hat er einen solchen butterweichen linken Fuß und solche schönen Pässe, dass er da die Spieler in Bewegung setzt. Jetzt die Bayern mit Toni Kroos zentral, Ball nach vorne auf Gomez, Gomez im Strafraum, Gomez schießt und Casillas, klasse! Und jetzt geht's ab hier! Wahnsinn, zwei Riesenchancen, erst die Parade von Neuer bei diesem Schuss von Di Maria, Gegenzug läuft und dann das Fund von Mario Gomez und da wird er zum ersten Mal zu einer richtig spektakulären Parade gezwungen, der Iker Casillas, wir haben es ja schon gesagt, viele halten ihn für den besten Torhüter der Welt, die Bayern in dieser 40. Minute liegen 1:0 vorne, Franck Ribéry. Zur Ausführung läuft er zur linken Eckfahne, wird diesen Eckball reintreten. Also Franck Ribéry, ganz klar der Aktivposten, besser als Arjen Robben. Ecke auf den kurzen 5-Meter-Raumpfosten gezielt, auf den kurzen 5-Meter-Raum-Eck gezielt. Aber da standen natürlich die Weißen, haben den Ball sofort wieder rausgeschlagen. Die Bayern setzen nach. Gerade bei dieser Chance für Di Maria war es mal wieder einmal mehr deutlich geworden. Der David Alaba ist natürlich ein Jungspund. Wer will es ihm verdenken, hier gegen so große zu bestehen, hat sich da düpieren lassen. Aber Manuel Neuer hat den Fehler seines Verteidigers ausbügeln können mit einer guten Parade. Jetzt die Bayern auf der rechten Seite. Wir bleiben dabei, das ist die schwache Seite in dieser ersten Halbzeit. Arjen Robben hat den Ball nicht bekommen. Dafür Luis Gustavo mit einem schlechten Pass wollte Toni Kroos freispielen. Ist misslungen. Gegenzug läuft. Karim Benzema hebt den Ball Richtung Strafraum des FC Bayern München. Erst einmal geklärt und gedanklich ein bisschen nicht so frisch unterwegs. In diesem Fall Luis Gustavo, der Kämpfer, der Grätscher im defensiven Mittelfeld bei den Bayern. Hat Glück, dass sie dennoch im Ballbesitz bleiben mit Alaba. Kurzpassspiel auf der linken Seite. Alaba und Franck Ribéry. Letztgenannter im Zweikampf jetzt gegen Sami Khedira. Und es gibt Einwurf für David Alaba. Sami Khedira packt sich an die Stirn und dann darf er doch einwerfen. Jawohl, es gibt Einwurf oder Freistoß für Real Madrid. Nein, Howard Webb sagt, meine Herren, bitte ruhig. Keep quiet, please. Er spricht ja Englisch und spricht wahrscheinlich auch Spanisch und Deutsch. Und deswegen hat er gesagt, erstmal Dampf raus, Einwurf ist ausgeführt und die Bayern noch einmal mit einer Möglichkeit. Eddie, und da ist was passiert? Ja, Sami Khedira ist da gefoult worden, jetzt Freistoß für Real Madrid. Jetzt ist das Spiel hektisch, kurz vor der Pause, 3,5 Minuten noch. Wieder Angel Di Maria, 30 Meter zentral, muss jetzt gegen Batschuber ran. Legt den Ball rechts raus auf Karim Benzema, hat Platz und Raum, lässt sich jetzt immer wieder auf die rechte Seite fallen, flankt auf den zweiten Pfosten und Philipp Lahm, war das cool, mit der Brust am eigenen Fünfer lässt er abtropfen auf Manuel Neuer. Aber das zeigt auch, wie selbstbewusst der Kapitän heute Abend spielt. Hat Cristiano Ronaldo bisher fast komplett rausgenommen aus der Partie. Die Tormaschine, wie sie genannt wird aktuell, mit 2-3 Schüssen, aber die waren nicht so richtig gefährlich. Ansonsten eine wunderbare Partie von Philipp Lahm. Alaba bemüht,
leider bisher Schwachpunkte Robben, auch Gomez und bei Gustavo die Passquote auch nicht ideal. Jetzt wieder Real Madrid über die linke Seite kommend. In der Mitte wartet Özil. Von Di Maria soll er angespielt werden, sinkt zu Boden. Aber Schiedsrichter, wie gesagt, Freunde oder Freund des körperbetonten Fußballs, weil er eben von der Insel kommt, lässt weiterlaufen. Die Bayern auf der linken Seite. Vieles läuft über diese linke Seite mit David Alaba in der Offensive gut unterwegs. Hinten manchmal mit der einen oder anderen Schwäche. Weiter Schlag Richtung Sturmzentrum des FC Bayern. In der Mitte hat Ramos und Pepe aufgepasst, haben beide aufgepasst, haben erst einmal klären können. Jetzt taucht Robben mal auf der linken Seite auf. Vielleicht wird er auch ein bisschen drüben geschnitten auf der rechten Seite. Jetzt Franck Ribéry und Robben beide auf der linken Seite. Ribéry aber noch in der eigenen Hälfte. Robben auf der linken Offensivposition. Und vielleicht bewegt sich jetzt der kleine Franzose, der ja in dieser 13. Minute das 1:0 für die Münchner erzielte, jetzt auf die rechte Seite rüber. Ball titscht auf der linken Seite. Jetzt ist auch dort noch Gomez angekommen. Was wollen die vielen Offensivspieler des FC Bayern auf der linken Seite? Jetzt ist die rechte Offensivseite der Bayern ganz vernachlässigt. Gegenzug läuft mit Coentrao. Der Argentinier hat den Ball am Fuß, dann abgelegt in die Mitte wieder auf Sami Khedira. Sami Khedira wieder zurückgespielt. Jawohl, Tempo ist rausgenommen. Die letzten 90 Sekunden in dieser sehr spannenden, sehr dynamischen Champions League Halbfinalbegegnung zwischen Bayern München und Real Madrid sind angebrochen. 1:0 führen die Bayern. Wir wiederholen uns gerne. Wäre eigentlich eine gute Ausgangsposition, aber wem sage ich das in der Fußball Champions League? Ein 2:0 wäre natürlich tausendmal besser. Beifall jetzt für Manuel Neuer, der einen sicheren Rückpass aufgenommen hat und den Ball gleich wieder freigeben wird, Richtung Mittellinie den Ball schlägt, im Anschlusskreis, Zweikampf dort, in diesem Fall zwischen Xabi Alonso und Bastian Schweinsteiger, und die Bayern schlagen den Ball noch einmal in dieser Schlussminute der ersten Halbzeit nach vorne und dann die Vorlage von Robben. So, Toni Kroos, der auf Gomez, Gomez am Strafraum, wird gefault und Webb zeigt an, Freistoß, 17 Meter zentral. Und da haben die Bayern auch exzellente Schützen, die Kroos oder Ribéry. Und jetzt ist Howard Webb da mit seiner kurzen schwarzen Hose und dem mintgrünen Schiedsrichter-Trikot, kurzärmlich, kahlköpfig ist er. Und da steht er und hat den Ball noch nicht freigegeben. Freistoß Bayern. Ist das die Chance, kurz vor der Pause auf 2:0 zu erhöhen? Jupp Heynckes heute Abend in seinem 150. Europacup-Spiel als Trainer. Eine Riesenbilanz für Don Jupp, wie er genannt wurde, in Spanien. Und er wird jetzt genau hinschauen, was die Bayern da machen. Ich denke mal, Toni Kroos. Die Zuschauerkulisse ist da. Kroos hat sich den Ball zurechtgelegt. Berät sich da noch ein bisschen mit Luis Gustavo, aber das ist jetzt die Chance, aus einem Standard vielleicht das 2:0 zu machen. 60 Sekunden werden nachgespielt und wir sind bereits jetzt in der Nachspielzeit. Und Toni Kroos, der Mann mit dem Gefühl im rechten Fuß, er kann es auch brachial, hat er die Chance. Die Abwehrmauer der Madrilenen steht, drei Bayern ebenfalls mit drin. Kroos schießt, abgefälscht, war schwach gemacht, aber mehr drin. Aber er schiebt den Ball direkt in die Mauer und Ribéry wird sofort von zwei Madrilenen gedoppelt. Hans-Peter, da muss man mehr draus machen. Ich bin ja Vertreter alter Schule, sagt, da muss ein Strahl raus, dass die Heide wackelt. Der Toni Kroos versucht es filigran und das war in diesem Moment wieder das falsche Rezept. Ball wird abgeblockt von der Sechs-Mann-Mauer der Spanier. Deswegen bleibt es bis in diese 45. Minute nein beim 1:0 für den FC Bayern München. Und es bleibt natürlich damit weiter spannend. Die Bayern versuchen natürlich diesen Vorsprung in die Halbzeitpause hinein zu retten. Deswegen Sicherheitspass jetzt von Philipp Lahm zurück zum eigenen Keeper Manuel Neuer. Mit dem linken Schlappen löffelt er den Ball noch einmal rein in die Hälfte der Gäste aus Südeuropa. Und das war die letzte Aktion. Am Samstagabend beim 0:0 gegen Mainz gab es zur Pause ein gellendes Pfeifkonzert. Und jetzt ist das Publikum euphorisiert. Denn der FC Bayern führt verdient zur Pause mit 1:0 im Halbfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League gegen Real Madrid. Torschütze Franck Ribéry in der 13. Minute. Wir freuen uns auf eine spannende und hoffentlich ebenso unterhaltsame und dramatische zweite Halbzeit in wenigen Minuten mehr. Wie ein riesengroßes rotes UFO erstrahlt die Münchner Fußballarena im Münchner Norden. Und genauso spannend wie die Geschichte des Universums ist dieses erste Halbfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid. Die Münchner führen mit 1:0 durch das Tor von Franck Ribéry aus der 13. Minute. Ansonsten eine spannende, ja fast eine dramatische erste Halbzeit. Auch mit guten Chancen für das Weiße Ballett aus der spanischen Hauptstadt. Aber mit einer Bayern-Abwehr, die sich im Großen und Ganzen, Edgar Endres, sehr wacker geschlagen hat.
geschlagen haben. Und unterm Strich sind wir uns, glaube ich, einig, diese knappe 1:0-Führung für die Bayern geht in Ordnung. Sie geht knapp in Ordnung, weil ja auch Mario Gomez und Bastian Schweinsteiger noch erstklassige Chancen hatten. Und dann gab es noch diese leicht umstrittene Szene bei einem Foulspiel in der Anfangsphase. Naja, Elfmeter, wir haben die Zeitlupe nicht gesehen, war anscheinend dann doch keiner. Aber die Bayern machen das bisher gut. Hohe Laufbereitschaft, Ballbesitz 51% für die Bayern, 49% für Real Madrid in der ersten Halbzeit. Wir können das alles noch erzählen, weil beide Mannschaften noch in den Kabinen sitzen. Und Jupp Heynckes wird ja demnächst 67 Jahre alt, am 9. Mai. Tja, und er hat schon viele Schlachten erlebt, aber diese heute Abend ist sicherlich auch eine, die bei ihm ganz oben angesiedelt werden wird. Und vielleicht gibt es heute Abend ein kleines, vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, ein 0-0-Spiel seiner Mannschaft. Ja, das wäre natürlich ganz, ganz wichtig, denn die Fußballfreunde wissen, am nächsten Mittwoch steht dann das Rückspiel an. Ein 1:0 wäre gut, weil die Bayern auch auswärts in der Fußball-Champions League immer für einen Treffer gut sind. Aber jetzt muss man natürlich eines sagen, dass die Bayern jetzt in dieser zweiten Halbzeit aufpassen müssen, dass hier nicht Real Madrid, das gerade als erstes aus den Kabinen herauskommt, zu einem Gegentreffer kommt. Das weiße Ballett ist wieder auf dem Platz. Die Bayern sind noch in der Kabine. Die Bayern, die uns insgesamt sehr gut gefallen haben, Ausnahme die rechte Bahn mit Arjen Robben. Philipp Lahm hat dort eine gute Geschichte gemacht, hat dort den El Pistolero ausschalten können. Das ist ja Ronaldo. Aber nach vorne Arjen Robben doch ein bisschen schwach geblieben. Und Eddie, wenn wir jetzt runterschauen, ich glaube, beide Mannschaften personell unverändert aus der Kabine rausgekommen. Unverändert, wobei ja Real Madrid mit Kaká oder Gonzalo Higuaín, erstklassige Angriffsspieler, noch auf dem Ersatzbänkchen sitzen hatte. Also José Mourinho hat da noch alle Möglichkeiten. Bei Jupp Heynckes sieht es da nicht allzu toll aus. Vielleicht noch Ivica Olic und Thomas Müller in der Offensive. Aber momentan muss der FC Bayern München erst einmal sehen, dass die Null hält. Und Howard Webb hat die Pfeife noch nicht im Mund. Anstoß gibt es gleich für Real Madrid. Zweite Halbzeit, Champions League Halbfinal Hinspiel. Bayern führt mit 1:0. Und jetzt geht's weiter. Ribéry war der Torschütze in der 17. Minute nach einem Eckball, geschlagen von Toni Kroos. Einige haben gesagt, Luis Gustavo hätte da Iker Casillas behindert beim Schuss. Er wäre in Abseits gestanden, aber der Schiedsrichter hat das nicht gesehen. Uns kann es ebenfalls egal sein. Bayern führt mit 1:0. Und es gibt Einwurf für die ganz in Rot spielenden Münchner. 6-7 Meter noch hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte. Mit Philipp Lahm ausgeführt auf Toni Kroos. Der hat Probleme bei der Ballannahme. Und Xabi Alonso, das ist ja so der Scharfmacher im Mittelfeld, klatscht 2-3 Mal in die Hände, sagt, Jungs, jetzt müsst ihr mehr nach vorne arbeiten. Wir müssen hier ein Tor erzielen, denn sonst wird es extrem schwierig, auch für uns im heimischen Bernabeu. Real Madrid mit Angel Di Maria auf der rechten Seite. Ball wird zuletzt von einem Bayern-Spieler, in diesem Fall von Luis Gustavo, berührt. Geht ins Seitenaus, Einwurf ausgeführt auf der rechten Seite. Achtung, wieder gefährlich. Angel Di Maria, den Zweikampf haben wir sehr häufig gesehen, in die Mitte gespielt auf Karim Benzema. Am Strafraum wartet schon wieder Mesut Özil. Dann die Möglichkeit für Coentrao, den Ball zu schießen. Hat ein bisschen zu lang gezögert. Gegenzug der Bayern läuft, aber Ramos ist schneller als Arjen Robben. Und die Körpersprache des Holländers, sie gefällt mir nicht. Sie verrät, er ist verunsichert. Er ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Mental oder körperlich, ich weiß nicht, was ihm fehlt. Vielleicht hängt ihm ja immer noch der verschossene Elfmeter vom letzten Mittwoch im Dortmunder Stadion im Kopf herum. Jedenfalls nicht der Arjen Robben, den wir kennen und lieben gelernt hat. Jetzt Achtung, Real Madrid im Strafraum. Möglichkeit für Benzema aus dem Hinterhalt. Nein, diesmal haben sie aufgepasst. Schön, Robben ist mit zurückgegangen, hat in der Defensive ausgeholfen. Gegenzug läuft mit Alaba. Linke Seite, in der Mitte bietet sich Robben an. Alaba nimmt das Tempo raus, spielt den Ball wieder an die Mittellinie. Auf der rechten Seite, jetzt schön der Pass gekommen auf Philipp Lahm. Der hat die ganze rechte Seite für sich. Wird sofort attackiert, in diesem Fall von Coentrao, legt den Ball in die Mitte, Fehlpass, weil Toni Kroos, auch der gefällt mir nicht so gut, in der Vorwärtsbewegung war, oder war der Pass von Philipp Lahm schlampig gespielt in den Rücken, beides wahrscheinlich, aber der Toni Kroos, auch er kann besser spielen. Er kann mehr, aber er spielt jetzt auch nach längerer Zeit mal wieder auf der 10er Position, also als Spielmacher, normalerweise ja war er im Defensivmittelfeld. Jetzt Ribéry im Strafraum und dann passt wunderbar. Da hinten der Xabi Alonso auf und auch Arbeloa hat noch mit ausgeholfen. Und die Bayern, Foulspiel von Gomez, der schimpft Richtung Howard Webb. Das war doch kein Foulspiel, aber Freistoß ausgeführt. Ronaldo mit dem Kopf und Holger Badstuber, klasse gegen Benzema. Sprintstark
eher am Ball zu Philipp Lahm, noch alles vor dem eigenen Strafraum. Jerome Boateng und dann David Alaba. Links rausgespielt auf Franck Ribéry, der gleich weiter auf Großhöhe, Mittellinie. Jetzt hat er ein bisschen Platz, jetzt müsste der lange Ball kommen auf Gomez. Nimmt den Ball mit der Brust an, aber Sergio Ramos, das ist einer, der kann's. Der ist technisch stark, der ist auch stellungssicher und hat das klasse gelöst. Aber die Bayern noch einmal nachgesetzt mit Toni Kroos. Wieder in der Hälfte von Real Madrid, halbe rechte Position auf Arjen Robben. Jetzt wieder im Duell mit Coentrao, zieht nach innen. Robben, Torentfernung 25 Meter, abgelegt Gomez. Ja, Stolper Gomez. Stockfehler, wollte den Ball rechts rauslegen für Toni Kroos. Da haben sie mal Positionswechsel gewagt, die Bayern. Da ging Robben in die Mitte rein und Toni Kroos auf die rechte Außenbahn. Zuspiel von Gomez, zu schwach gewesen. Dafür die Bayern wieder entschlossen im Zweikampf gewesen mit Bastian Schweinsteiger, nimmt auf der rechten Seite dann Philipp Lahm mit, der steht allerdings noch in der eigenen Hälfte und geht dann auf ganz Nummer sicher und spielt in die eigene Innenverteidigung. Bartstuber mit dem linken Fuß rausgelegt auf die linke Seite. Alaba, haben wir in der ersten Halbzeit gesagt, in der Offensive gefällt uns der Österreicher gut, in der Defensive natürlich mit der ein oder anderen Schwäche gegen Di Maria, aber wer will es dem jungen Mann verdenken? Oh weh, jetzt wird's schwer. Karim Benzema im Strafraum, Achtung Karim Benzema, geklärt von Jerome Boateng. Geklärt von Jerome Boateng, der hätte es bald Peng gemacht. Karim Benzema, 12 Meter, halblinke Position. Boateng klärt zu Kosten oder auf Kosten einer Ecke. Die dritte für Real Madrid, eine gab es bislang für den FC Bayern. Und die Ecken von rechts wie links tritt unser deutscher Nationalspieler in Diensten der Königlichen aus Madrid, tritt Mesut Özil. Mit dem linken Fuß, klare Sache, wird vom Tor weggedreht auf den 5-Meter-Raum, genau auf den Kopf von Luis Gustavo, der hinten ausgeholfen hat. Und in diesem Fall war es sogar Gomez, der mit nach hinten gegangen ist und ausgeholfen hat. Jetzt alle Bayern wieder, haben wir ähnlich gesehen zu Beginn des Spiels, vor dem eigenen Strafraum. Ball segelt rein im 5-Meter-Raum. Hoheitsgebiet des Torhüters und in diesem Fall Hoheitsgebiet von Manuel Neuer. Der hat den Ball entschlossen an sich gezogen und wird ihn gleich wieder ins Spielfeld befördern. Weiterhin also 1:0. Die ersten stürmischen 5 Minuten der zweiten Halbzeit sind vorüber. Nach wie vor Körperanspannung hoch beim FC Bayern. Körperhaltung gut, Konzentration gut. So kann es, so muss es weitergehen, Eddie. So muss es weitergehen und auch das Forechecking schon in der Hälfte von Real Madrid muss passen. Die Stürmer müssen arbeiten, tun sie auch mit Gomez, mit Robben, mit Ribéry, die oft hinten aushelfen. Gomez vor wenigen Sekunden bei diesem Eckball. Jetzt kommt wieder ein langer Ball auf links und Benzema, der läuft Kilometer links wie rechts, jetzt gegen Philipp Lahm. Benzema im Strafraum, Benzema flankt, aber Neuer spielt mit, läuft 3-4 Schritte von der Linie nach vorne und fängt dann diese Flanke ganz locker ab. Wirft ab auf die linke Seite zu David Alaba am eigenen Strafraum. 20 Meter Pass links raus zu Schweinsteiger. Wieder zurückgespielt auf Bartstuber am Strafraum. Bartstuber sucht eine Anspielstation. Wird es jetzt hintenrum machen. Ganz zurück zu Manuel Neuer, der im schwarzen Torwarttrikot, schwarze Hose und schwarzen Stutzen spielt. Und dann rutscht er aus bei seinem langen Schlag über 60, 70 Meter auf Gomez. Aber der steht da vorne. Zumeist alleine, hat auch Probleme bei der Ballannahme, wird auch zu wenig unterstützt momentan vom Mittelfeld, vor allem von Toni Kroos. Real Madrid in der eigenen Hälfte, knapp 51 Minuten gespielt. Die Königlichen liegen mit 0:1 zurück. Die Statistik, sie lügt nicht. 9-mal haben sie hier gespielt in München, 8-mal verloren, 1-mal gab es ein Unentschieden. Gibt es heute die 9. Niederlage im 10. Spiel. Wäre eine wahrliche Seuchenserie, die Real Madrid dann in der bayerischen Landeshauptstadt vorzuweisen hätte. Mesut Özil ständig unterwegs, gerade war er auf der linken Seite. Jetzt ist er wieder rechts unterwegs, aber hat den Ball verloren. Die Bayern sind dazwischengegangen. Franck Ribéry legt den Ball ab an die Seitenlinie. Franck Ribéry hat den Ball am Fuß, geht am ersten Spieler vorbei. Jetzt schön in dem Itte auf Schweinsteiger. Schweinsteiger rechts wartet Robben auf das Zuspiel. Robben könnte Lahm noch mitnehmen. Lahm geht neben ihm, Robben geht in die Mitte, schießt aber mit links, er schießt übers Tor. Aber immerhin, Junge, du hast doch Selbstbewusstsein. Robben feuert den Ball aus 20 Metern, Mittelstürmerposition, einen Meter über das Tor von Iker Casillas. Vor 2 Jahren in der Champions League, beispielsweise in Lyon, beispielsweise bei Manchester United oder in Florenz, da hat er solche Dinge mit traumwandlerischer Sicherheit verwandelt. Jetzt hat er Pech gehabt, aber steter Versuch macht klug. Vielleicht trifft er ja noch, der Arjen Robben. Wir sind ja erst in der 52. Minute angekommen. Er steht nach wie vor 1:0 für den FC Bayern, der jetzt wieder Druck aufbaut, gibt Freistoß auf der linken Außenbahn. Und da ist wirklich Franck Ribéry heute fantastisch unterwegs, Eddie. Und jetzt gibt Freistoß für die Bayern. 53. Minute, Toni Kroos.
Das ist eine Entfernung von 40 Metern. Ball schwebt hoch in den Strafraum herein. Die Madrilenen klären nicht weit genug. Schweinsteiger im Strafraum verliert den Ball und tritt von hinten meiner Meinung nach etwas ungeschickt nach. Aber jetzt Kontermöglichkeit. Benzema, Jerome Boateng und Alaba sind zurück. Immer noch Benzema steckt durch. Jetzt Ronaldo, die Chance und neuer Held. Nachschuss Özil. Legt quer, Benzema. Achtung, es brennt. Möglichkeit, Ronaldo, Tor, Özil trifft, der deutsche Nationalspieler in der 53. Minute. Jetzt haben sie die Bayern-Abwehr regelrecht ausgespielt. Neuer kann nochmal klären. Dann fliegt der Ball auf Benzema, der aus Spitzenwinkel links raus zu Ronaldo. Und der legt den Ball überlegt auf Özil und der aus 4-5 Metern ganz locker zum 1:1 in die Maschen in der 53. Minute. Sieht zappenduster aus jetzt für die Bayern. Da waren sie gedanklich nicht bei der Sache. Mehrmals hat Manuel Neuer klären können. Es war die Riesenmöglichkeit gewesen, hier dieses 1:1 zu verhindern. Zweimal, dreimal haben sie es verhindern können. Einmal Parade noch von Neuer. Und dann ausgerechnet Mesut Özil. Tesche Kürderen, möchte man da auf Türkisch sagen. Danke, Mesut. Ausgerechnet er muss das 1:1 machen in der 53. Minute. Aber wir sind sportlich fair und müssen sagen, die Madrilenen waren überfallartig, wie die Apachen beim Angriff nach vorne gekommen, haben den FC Bayern ganz, ganz alt in dieser Viererabwehrkette aussehen lassen, in dieser 53. Minute. Wie eine Flipperkugel, der Ball im rechten Teil, im linken Teil des Bayern-Strafraums. Keiner brachte die Kugel raus. Erst noch die Parade und diese Riesenchance von Ronaldo, die Manuel Neuer zunichte machen konnte. Aber den Abpraller, den verwandelt dann Mesut Özil zielsicher zum 1:1. Jetzt die Bayern natürlich wieder mit der Hypothek eines Auswärtstores, der von Real Madrid belastet. Wird natürlich ganz schwer, aber nicht locker lassen. Sind schon wieder am Strafraum des Gegners. Schweinsteiger hebt den Ball in die Mitte. Ganz schwach. Eddie, jetzt sind sie ein bisschen verunsichert. Das merkst du, die Körpersprache ist nicht mehr die gleiche. Das ist natürlich ein ganz, ganz herber, ein ganz bitterer Rückschlag. Dieses 1:1 in der 53. Minute durch Mesut Özil. Jetzt musst du im Bernabeu sowieso treffen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, ins Finale einzuziehen. 1:1, Real Madrid hat das geschafft, was sie schaffen wollten, und sie spielen weiter nach vorne. Wieder über die linke Seite, Cristiano Ronaldo, da war Philipp Lahm nicht da, nach diesem Schuss von Benzema. Wieder Ronaldo, Ronaldo liegt quer, Achtung, Di Maria, 15, 16 Meter Entfernung, diesmal wieder geblockt. Diesmal wieder geblockt von Badstuber und die Bayern mit einer Konterchance. Aber Foulspiel jetzt von Coentrão. Ein klares Foulspiel. Und Howard Webb muss jetzt auch mal eine gelbe Karte zeigen. Hat sie bereits in der Hand. Und es gibt eine gelbe Karte gegen Real Madrid. Zwei sogar für Xabi Alonso und für Coentrão, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Die doppelgelbe Karte. Aber das hilft momentan den FC Bayern München auch nicht weiter, weil bei Real Madrid war niemand vorbelastet. Also beide können dann auf jeden Fall das Rückspiel bestreiten. Bayern, Real Madrid, 1:1, knapp 56 Minuten sind gespielt in der Arena vor den 66.000 Zuschauern. Es muss ein zweites Tor her, denn die Bayern sind, Hans-Peter, jedes Mal, wenn sie gegen Real Madrid zunächst ein Heimspiel hatten, ausgeschieden im Rückspiel. Kann mich daran erinnern, da haben sie 2:1 zu Hause gewonnen und da habe ich gesagt, da haben sie nie und immer eine Chance, und genauso ist dann gekommen, haben sie auch 0:2 im Estadio Santiago Bernabeu verloren, aber heute erstmal das zweite Tor zu machen, und die ganzen Befürchtungen, die wir ja auch in der ersten Halbzeit schon angesprochen haben, die haben sich jetzt in dieser 53. Minute leider bewahrheitet. Da war diese Verteidigerreihe, diese Viererkette des FC Bayern nicht Champions League tauglich. Da haben sich ausspielen lassen. Manuel Neuer noch mit einem Reflex diesen Riesenchance von Ronaldo vernichten können oder vereiteln können. Aber der Nachschuss dann von Özil, der hat gesessen. Özil liegt schon wieder auf die rechte Seite. Dann schwebt der Ball rein Richtung 5-Meter-Raum. Neuer ist da. Aber die Madrilenen, als wenn sie jetzt erst einmal sich zurücklehnen wollten und sagen, jetzt sind wir erstmal zufrieden, 1:1, damit können wir erstmal leben. Wir haben das so wichtige Auswärtstor in der Fußball-Champions League getroffen und erzielt. Und da muss jetzt erstmal der FC Bayern wieder zeigen, was er anzubieten hat. Und dann werden wir reagieren. Die Bayern bieten einen Angriff an über die rechte Seite mit Toni Kroos. Der könnte Arjen Robben mitnehmen. Arjen Robben in der Vorwärtsbewegung. Coentrão hat aufgepasst, ehe der Holländer überhaupt in Ballbesitz kommen kann. Hat diesen Pass von Kroos abfangen können. Gegenzug der Madrilenen läuft sich auch schon wieder fest.
Franck Ribéry. Also der ist wirklich ein Licht, ein Fixpunkt im Spiel des FC Bayern auf der linken Seite. Ganz im Gegensatz zu Arjen Robben auf der rechten Seite. Wann erlöst ihn Jupp Heynckes und versucht was Neues? Franck Ribéry fast an der linken Kante des Strafraums, abgelegt auf David Alaba. Der Österreicher jetzt in die Mitte auf Schweinsteiger, 25 Meter vor dem Tor. Schweinsteiger sucht die 1:1-Situation, schlägt einen Haken nach rechts hinaus. Dann legt er den Ball auf die rechte Seite. Da ist jetzt Arjen Robben, hat mal viel Platz, wird nicht gedoppelt in diesem Fall, aber lässt sich wieder viel Zeit. Legt den Ball parallel zur Strafraumlinie auf seinen Kapitän, auf Philipp Lahm, der wieder zurück auf die rechte Seite. Jetzt ist Robben im Strafraum. Robben an der Grundlinie angekommen, in die Mitte reingebracht. Und dann gibt's Ecke. Gomez kommt nicht dran, aber es gibt immerhin Ecke in dieser 58. Minute. Aber das war doch mal wieder der Arjen Robben, der ja auch gerade mal einen Schuss losgelassen hat, so vor 6-7 Minuten. Zweite Ecke für die Bayern von der rechten Seite. Und der von uns so oft gescholtene Arjen Robben tritt, Eddie. Ja, Robben wird ein bisschen besser. Kurzer Anlauf, 3-4 Schritte, aber die Ecke ist schwach getreten. Die Bayern mit Ribéry schießt das erste Mal. Nochmal Ribéry und dann Alaba. Naja, immerhin ein Versuch, was wert aus. 25, 27 Metern zentral mit links. Meter über den Querbalken geflogen. 1:1, 58 Minuten vorbei. 1:0 Ribéry, 17. Minute, 1:1. Tja, ausgerechnet wird man sagen, Mesut Özil, sein zweites Champions-League-Tor für Real Madrid in dieser laufenden Saison. Und jetzt ist er wieder oben auf, der José Mourinho, der gestern noch gesagt hat, mich interessieren keine Statistiken, das waren Spiele aus der Vergangenheit. Jetzt bin ich Trainer, jetzt kommt mein Real Madrid und das Real Madrid ist vor allem in der Offensive überragend in der Liga. 107 Tore erzielt und jetzt in der Champions League mittlerweile auch schon 33. Und Real Madrid ist schon wieder im Strafraum. Und Angel Di Maria wird von Holger Badstuber gerade noch geblockt. Die Bayern wirken relativ zerfahren in der Vorwärtsbewegung. Kroos ist kein Fixpunkt im Mittelfeld. Robben ein bisschen besser in der ersten Halbzeit, ein Ausfall. Und auch von Ribéry kommt momentan viel zu wenig. Und deshalb ist aktuell Real Madrid das Team hier in München. Xabi Alonso bei der Ausführung des Freistoßes, Torentfernung fast 35 Meter, aber auch Cristiano Ronaldo, El Pistolero steht daneben, aber Xabi Alonso wird den Freistoß ausführen und unten macht sich Thomas Müller warm, wird gleich reinkommen, wir sind mal gespannt, wer runtergehen muss. Jetzt der Freistoß, Xabi Alonso für Real Madrid beim Spielstand von 1:1 in der jetzt 60. Minute, die angebrochen ist. Ball kommt auf den Elfmeterpunkt, Gomez ist hinten, hilft aus, hat geklärt. Und dann Robben mit einer Vorlage auf Franck Ribéry, aber das Ganze wieder zu umständlich. Dann Foulspiel gegen Franck Ribéry von Angel Di Maria, der schießt den Ball auch noch weg, kriegt die gelbe Karte. Oder gibt es sogar, ne, hat nach hinten genestelt, ich habe gedacht, der hat noch keine gelbe Karte. Dritte gelbe Karte für in diesem Spiel für Angel Di Maria, jetzt also Fabio Coentrao, Xabi Alonso und auch Angel Di Maria vorbelastet. Und Schweinsteiger geht raus und Thomas Müller kommt. Also dann unterstellen wir mal, dass Schweinsteiger nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Klar, er war lange verletzt gewesen. Robben darf draufbleiben. Sind wir mal gespannt, ob das jetzt was bringt. Vielleicht geht ja Toni Kroos dann zurück und Thomas Müller auf die Spielmacherposition. Vielleicht hat der ja die eine oder andere gute Idee, die dem FC Bayern hier weiterhelfen kann. Es muss weitergeholfen werden in ein 1:1. Das ist natürlich eine hammerartige Hypothek für das Rückspiel nächste Woche vor dem frenetischen Publikum im Estadio Santiago Bernabéu. Apropos frenetisch, Publikum ist aufgesprungen. Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger wird mit Standing Ovations verabschiedet, aber ein bisschen beruhigt sich das schon und Thomas Müller geht tatsächlich auf die Spielmacherposition und Toni Kroos spielt den defensiven Part auf der Sechserposition. 66.000 Zuschauer, die offizielle Zuschauerzahl, und die hoffen natürlich immer noch drauf, dass ein Ruck hier durch die Bayern-Mannschaft geht und dass sie vielleicht doch noch wenigstens ein Tor erzielen werden. Jetzt aber erstmal wieder Real Madrid mit Cristiano Ronaldo, wird attackiert, schön und sauber und fair attackiert von Luis Gustavo. Der Brasilianer könnte auf der rechten Seite Arjen Robben anspielen, hat das getan. Was traut er sich zu? Der Holländer zieht zwei Spieler auf sich, dann hebt er den Ball in den Strafraum von Real Madrid rein. Aber Ramos ist da, hat die Kugel rausgebracht. Aber nochmal eisenharter Einsatz von Luis Gustavo. Der Gegenspieler Özil bleibt lieben und dann die Möglichkeit, Gomez im Strafraum, er wird geschubst, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. War hartes Einsteigen in dem Fall von Luis Gustavo gegen Mesut Özil, aber der deutsche Nationalspieler rappelt sich wieder auf, geht alles weiter, Eddie. Und ich habe José Mourinho beobachtet, das waren ja beide Male die Attacken gegen Ronaldo und gegen Özil von Luis Gustavo, und dieser
Mourinho hat nicht den Hauch eines Zuckers gemacht. Das war für ihn normale Zweikampfhärte. War er aus der englischen Premier League ebenfalls gewohnt. Mit Chelsea und auch bei Inter Mailand geht es ja nicht zimperlich zu. Also der hat da überhaupt nicht gemosert. Das ist okay gewesen. Der regt sich über andere Kleinigkeiten auf. Und das da vorne war kein Foulspiel von Pepe gegen Gomez. Der hat zwar da leicht geschoben, aber Gomez kam nicht mehr ran. Und deshalb weiterhin 1:1. Also Schweinsteigers Abgang. Es war ein ganz kühler, kurzer Handschlag mit Jupp Heynckes. Das hat wehgetan, diese Auswechslung heute vor den 66.000 Zuschauern in einem so wichtigen Spiel. Also, naja, der wird da klappern. Jetzt kommt schon wieder Real Madrid mit Benzema am ersten vorbei. Benzema ist stark und dann blockt ihn Holger Badstuber beim Passversuch auf Cristiano Ronaldo. Die Bayern unter Druck, aber jetzt befreien sie sich über die rechte Seite. Mit Gustavo, der wird agiler und frecher und marschiert schon in die Hälfte von Madrid hinein. Was macht er jetzt? Gustavo, Torentfernung 20 Meter, schießt doch mal. Und dann wird er geblockt. Dann braucht er eine Sekunde zu lange, um abzuziehen. Und Thomas Müller, der ist noch frisch, versucht sich da in den Zweikampf rein zu mogeln und rein zu winden. Aber er kommt nicht ran. Und ein langer Ball auf Badstuber im Anstoßkreis. Hin und her geht's jetzt ohne System bei den Münchnern. Jetzt Groß. Zentral, Müller, rechts raus auf Robben. Robben gegen Coentrao, zumeist zweiter Sieger. Jetzt kann er vorbei. Robben auf rechts, geklärt, es gibt Eckball für Bayern. Die Bayern sind heiß, die Bayern sind giftig, aber ihnen fehlt ein bisschen die Ordnung, die Übersicht. Das, was Real Madrid macht, hat Hand und Fuß. Der FC Bayern lebt im Augenblick von seinem emotionalen Spiegel hier, den er im Blut hat, im Spiel gegen Real Madrid. Also die heißeren, die leidenschaftlicheren Emotionen beim Team von Jupp Heynckes. Ecke für die Münchner. 1:1 steht's, 3:3 das Eckballverhältnis. Robben zieht den Ball rein, Faustabwehr von Iker Casillas, nicht weit genug und dann schlechtes Abspiel von Toni Kroos. Neben ihm stand sein Kapitän Philipp Lahm, der hätte angespielt werden können, aber Toni Kroos wieder mit einem falschen Abspiel, nicht zum eigenen Mann, sondern zum Gegenspieler und dann auch noch ein Foulspiel von Philipp Lahm, der dafür die gelbe Karte sieht. Philipp Lahm also jetzt auch bei den Bayern. Dreimal gelb hüben im Spiel des FC Bayern. Dreimal gelb drüben auf der anderen Seite bei Real Madrid. Also Howard Webb ist jetzt fleißig unterwegs. Im letzten Spiel hat er mal 12-mal die gelbe Karte gezogen. Das war, glaube ich, beim WM-Finale, wo er 12-mal gelb gezogen hat. Also er ist jetzt schnell dabei, die gelbe Karte zu zücken. Die erste halbe Stunde hat er beide Mannschaften an der langen Leine geführt. Apropos lange Leine, langer Ball gibt es jetzt von Iker Casillas auf Sami Khedira im defensiven Mittelfeld bei Real Madrid. Legt den Ball rüber auf die rechte Seite. Pepe spielt den Ball weit hinein in die Hälfte des FC Bayern München. Kopfballklärung erst einmal von Alaba, dann ist der Ball am Fuß von Badstuber und er spielt zurück zu seinem eigenen Keeper, zu Manuel Neuer. Der fackelt nicht lang, liegt die Kugel raus auf die linke Verteidigerposition zu Alaba und der kleine Österreicher die Seitenlinie entlang gespielt auf Franck Ribéry, der wird gefoult. Klare Sache, wird gefoult. Jetzt gibt es auch kleinige Nicklichkeiten. Da schimpft er und will es nicht wahrhaben, der Alvaro Abeloa. Aber der Schiedsrichter hat das richtig gesehen. Auch wir, es ist genau auf der gegenüberliegenden Seite, wo wir sitzen, haben das erkennen können. Klares Foulspiel gegen Franck Ribéry. Und der Schiedsrichter Howard Webb gibt Freistoß für die Bayern. Jetzt, Jungs, überlegt doch mal. Irgendwas habt ihr doch im Geheimtraining ausgetüftelt, wie ihr dieses Abwehrbollwerk von Real Madrid aus den Angeln legen könnt. Mit irgendeiner genialen Freistoßidee. Aber mir deucht schon wieder fürchterliches, Eddie. Der Toni Kroos nimmt schon wieder Anlauf. Ja, Kroos tritt alle Standards bei den Bayern. 66. Minute, Ball schwebt in den Strafraum. Verlängert von Pepe, aber kein Bayern-Spieler ist da. Und dann klärt mit letztem Einsatz gerade noch ein Madrilene vor dem Eckball. Und es gibt doch Eckball jetzt von der rechten Seite. Also Ball war schon im Tor aus. Xabi Alonso war es. Und Arjen Robben hat sich den Ball zurechtgelegt. Vierte Ecke für die Bayern. 3 für Real Madrid. Spielstand 1:1, 66 Minuten gespielt, Eckball schwebt herein, aber Gomez kommt einfach nicht ran. Schon wieder Khedira und Pepe und dann die Bayern mit Kroos, Breschlag. Immer noch die Münchner, die jetzt riskant spielen, denn wenn Real Madrid dann Konter fahren kann, wird es eminent gefährlich. Und sie müssen da aufpassen, immer noch. Holger Badstuber, 25 Meter zentral, vor dem Gehäuse von Casillas. Ribéry flankt den Strafraum, Gomez wäre da gewesen. Oh, Luftloch von Özil, jetzt Robben am Strafraum. Robben gegen Özil, zieht nach innen, Robben könnte schießen. Schießt auch und Coentrao ist mit dem Kopf da. Die Bayern im Belagerungszustand, dann Alaba mit der Hacke und Gustavo war es am Ende und jetzt ist der Ball erstmal raus.
Gänsehaut-Feeling bei den 66.000. Der FC Bayern wehrt sich gegen dieses drohende Unentschieden beim 1:1 gegen Real Madrid. 67. Minute angebrochen, aber jetzt können sie erstmal nach vorne nichts bringen, weil der Ball hintenrum läuft durch Ramos, der Mann mit der langen Matte, mit den langen Haaren und dem Stirnband. Dann geht der Ball zurück zu Iker Casillas. Der ist im linken Teil des eigenen Strafraums mit dem linken Fuß, schlägt er den Ball raus auf die linke Seite. Also eine ganz, ganz klasse Partie von unserem Mesut Özil in Diensten von Real Madrid. Der Junge ist rechts, er ist links zu finden, ist ständig unterwegs und hat natürlich das kostbare 1:1 in der 53. Minute für die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt erzielt. Jetzt aber der FC Bayern mit Alaba, der spielt den Ball zurück zu Badstuber. Badstuber dann ganz weit zurück zum eigenen Torwart, zu Manuel Neuer, der natürlich machtlos war gegen diesen Nachschuss von Mesut Özil, nachdem er sofort spektakulär klären konnte gegen den Nahdistanzschuss von Ronaldo. Jetzt Toni Kroos, abgelegt auf die rechte Seite. Müller legt noch einmal in die Mitte auf Arjen Robben. Arjen Robben, 20 Meter vor dem Tor, nimmt Tempo raus. Was macht er? Keiner bietet sich aber auch an. Keiner bietet sich an. Erst jetzt David Alaba von der linken Seite. Jetzt kommt die scharfe Hereingabe. Kopfballmöglichkeit nicht. Da ist der Ramos da, klärt. Nächster Eckball für die Bayern. Oder was sagt der Unparteiische? Lässt weiterlaufen. Der Ball war noch nicht mit vollem Umfang hinter der Linie, aber da passt er einen Augenblick lang nicht auf, der Arjen Robben. Und dann ist der Ball schon wieder futsch. Und Gegenzug läuft. Khedira gerät in Stolpern. Ronaldo. Und diesmal gibt es Freistoß. Er lässt weiterlaufen. Er lässt weiterlaufen, der Howard Webb. Also schon manchmal sehr kuriose Szenen, die er weiterlaufen lässt. Publikum freut. Jetzt Franck Ribéry. Linke Kante des Strafraums. Abgelegt an die linke Seite. Du meine Güte. Was war das denn für eine verquere Hereingabe in diesem Fall? Meine Güte. Nee, Eddie, sowas darf nicht passieren. Ja, Thomas Müller, weit weg von der WM-Form von 2010, da war er ja Torschützenkönig, läuft seiner Form hinterher und jetzt geht er runter. Mesut Özil, der Torschütze, wird ausgewechselt, verstehe ich jetzt nicht ganz, und dafür kommt Marcelo, das ist ein linker Außenverteidiger, ein Dampfmacher, ein Brasilianer. Özil versteht das nicht, aber Mourinho sagt, runter bitte in der 69. Minute, der Torschütze zum 1:1, vielleicht ein goldenes Tor für die Königlichen auf dem Weg zum 10. Titel in der Champions League. Pfiffe der Bayern-Fans hat er natürlich nicht verdient, der einstige Bremer und Schalker Spieler geht runter, klatscht sich ab mit Marcelo und der kommt jetzt rein in dieser 69. Minute. Bin gespannt, wo der jetzt rumläuft. Normalerweise spielt er auf der linken Seite in der Abwehr, aber da spielt er heute Fabio Coentrao. Eine klasse Partie, zumeist gegen Arjen Robben. Also er spielt jetzt etwas defensiver im Mittelfeld mit Marcelo. Alaba, linke Seite. Was war das vorhin von Müller? Eine erste ganz schlimme Aktion von Thomas Müller, der eingewechselt wurde für Schweinsteiger. Alaba links raus auf Ribéry und der verzettelt sich für meine Begriffe in so viele Zweikämpfe. Jetzt schon wieder mit Arbeloa. Da muss schneller gespielt werden als wieder. Ja, es ist die erste Härteprobe. Ich denke gerade, Basel war ein anderes Kaliber. Marseille war auch eine leichte Mannschaft. Aber das ist hier wirklich die Härteprobe für den FC Bayern. Und da sind einige Spieler entweder nicht Herr ihrer Nerven oder sie sind noch nicht so weit, gegen die ganz Großen mithalten zu können. Das Pfeifkonzert, das gerade bei der Auswechslung von Mesut Özil zu hören war, galt natürlich der langsamen Auswechslung. Da hat das oder hegt das Münchner Publikum natürlich den Verdacht, dass hier die Spanier schon auf Zeit spielen. 20 Minuten sind es ja noch zu gehen. 1:1, aber jetzt springen sie wieder alle auf und singen, steht auf, wenn ihr Bayern seid. Nach wie vor die Stimmungskurve nach oben schnellen. Freistoß für die Bayern von der linken Seite. Kopfballverlängerung. Möglichkeit, Schuss. Rüber von Mario Gomez aus 5 Metern. War ein bisschen überrascht. Der Mann, der schon 11-mal in der Fußball-Champions League getroffen hat, aber eben gegen kleine Hausnummern. Nichts gegen Basel, nichts gegen Marseille. Aber hier und heute, da musst du die Tore machen. Gegen diese Mannschaft musst du dich bewähren. Dann bist du ein ganz großer, Eddie. Und du bist ja bei der Europameisterschaft auch unterwegs. Wenn ich da Spieler sehe wie Thomas Müller oder Toni Kroos, die werden da aber dann gegen Spanien und gegen die ganz Großen in Europa auch was zu atmen haben, oder? Ja, das ist ja nichts Neues, aber da spielen sie auch in der Regel immer besser, komischerweise. Jetzt Boateng, langer Ball nach vorne. Jetzt macht der Gomez auch den Robben. Und jetzt Müller haut den Ball drüber. Also Thomas Müller, da funktioniert momentan wenig. 18 Meter, riskant natürlich. Direktabnahme, aber nicht richtig getroffen und deshalb keine Gefahr für den Kasten von Iker Casillas, der eigentlich wenig zu tun hatte. 2-3 knifflige Situationen. Bei dem Schuss von Gomez war er erstklassig da, kurz vor der Pause. Ansonsten beim Gegentor ohne Chance. Wenig zwingende Aktionen, vor allem über die Außen. Normalerweise Ribéry und Robben, die gehen bis zur
Torlinie durch. Und dann kommen die scharfen Flanken. Aber heute ist das natürlich schwer gegen Coentrao und Arbeloa. Freistoß für Real Madrid. Die lassen sich natürlich etwas Zeit jetzt. Jetzt kommt der weite Schlag von Pepe auf Marcelo. Lahm, Kopfballsieger. Coentrao, Rückpass, Höhe Mittellinie zu Sami Khedira, der eine unauffällige Partie spielt, aber Benzema umso stärker. Klasse, Schlag auf die rechte Seite. Jetzt kommt Cristiano Ronaldo über rechts, Übersteiger gegen Alaba und dann klaut Alaba ihn den Ball und jetzt haben die Bayern die Kontermöglichkeit. Müller müsste schneller spielen. Thomas, pass endlich, jetzt macht das auf David Alaba, der schon fast auf Höhe des Strafraums, wird allerdings von Cristiano Ronaldo zugestellt. Dann Ribéry, Torentfernung, 30 Meter, halblinke Position. Das dauert alles viel zu lange. Jetzt kommt der Ball von Ribéry auf die rechte Seite zu Lahm. Ein bisschen Platz für Lahm. Kommt die Flanke. Sie kommt da rein. Gomez, Kopfball. Drüber, drüber, drüber. Dann haben sie auch noch Pech. Schön gemacht von Philipp Lahm. Diese Flanke von der rechten Seite. 25 Meter vor dem Kasten. In der Mitte wartet dann Mario Gomez. Steigt hoch, trifft den Ball. Aber eben, er kann ihn nicht mehr drücken mit der Stirn, sondern die Kugel steigt über den Kasten von Iker Casillas. Wir haben es gerade gehört. Viel zu halten hat er noch nicht bekommen, der Iker Casillas. Der beste Torhüter der Welt. Aber wenn die Bayern Druck machen, wenn sich ihrer Stärken besinnen, haben sie ja oft genug gezeigt, dann muss es doch was werden mit dem zweiten Tor hier in der ausverkauften Münchner Fußballarena. Jetzt wieder Philipp Lahm. Er ist entschlossen, schlägt den Ball nach vorne. Wer gewinnt den Zweikampf? Ramos oder der herausgeeilte Iker Casillas oder doch Mario Gomez? Aber erst einmal die Spanier. Der Ball fliegt dann noch einmal Richtung Strafraum. Wieder ist Ramos da, hat mit dem Kopf geklärt. Auf der linken Verteidigerposition wird dann Robben angeschossen. Der Ball jetzt beim eingewechselten Marcelo, der so ein bisschen an den Gladbacher Dante erinnert, die Jimi Hendrix Gedächtnisfrisur erkennbar, auch hier bei Marcelo. Deswegen gibt es jetzt Einwurf auf der linken Außenbahn für Real Madrid. Ball eingeworfen, Xabi Alonso, schön das Spiel geöffnet auf die rechte Seite. Dort ist jetzt Ronaldo zu Hause. Links ist jetzt immer wieder Karim Benzema auf der linken Außenbahn und Ronaldo versucht sich jetzt im Zweikampf immer häufiger gegen David Alaba. Jetzt aber erstmal Thomas Müller, von uns gerade kritisiert, holt einen Einwurf raus, ist sofort attackiert worden. Das sieht man auch an der ganzen Körperhaltung, an der ganzen Körpersprache. Der Thomas Müller ist verunsichert. Gleiches gilt auch für Arjen Robben, der ein bisschen glücklos agiert. Ganz anders die Körpersprache von Franck Ribéry. Also die Bayern spielen heute, wenn sie so wollen, mit 9 Mann gegen das Star-Ensemble von Real Madrid, weil 2 Spieler nur 50% ihrer Leistung abrufen können. Eddie, ich weiß, ist hart formuliert, aber so ungefähr müssen wir es ja sagen, denn tut mir leid, ein 1:1 ist eigentlich zu wenig, auch wenn die Bayern auswärts immer für ein Tor gut sind. Aber sie sollten schon tunlichst hier ein Tor noch machen und diese Kiste mit 2:1 heimschaukeln. Wir gucken mal zur Uhr. 16 Minuten sind noch zu spielen. Publikum bleibt natürlich da. Das ist ganz großes Fußballkino. Spannung allemal. Und wir warten darauf, wer hier das nächste Tor schießt. Möglicherweise der FC Bayern. Aber jetzt erstmal wieder Angriff der Madrilenen. Und dann haben die Bayern zwar erst einmal klären können, aber schon wieder Sami Khedira. Die Bayern haben ein Problem, das ist das Mittelfeld. Das Aufbauspiel hakt hinten und vorne. Da ist im Zentrum niemand, der die Fäden zieht, wie zum Beispiel ein Özil über weite Strecken oder auch ein Angel Di Maria. Und deshalb krankt das Spiel der Bayern in der Vorwärtsbewegung. Zumeist dann nur über Einzelleistungen, Ribéry und ab und an auch Robben. Also ich möchte das nicht stehen lassen, nur 9 Spieler auf dem Platz bei den Bayern, Hans-Peter. Das ist zu krass formuliert. Natürlich rennt auch ein Arjen Robben nach hinten und nach vorne. Er ist eben momentan nicht in dieser Topform. Jetzt müssen sie aufpassen. Ball kommt nach vorne und Thomas Müller nach seiner Einwechslung eher momentan noch ein bisschen neben seinen Fußballschuhen. Jetzt Müller, au, da wird er ganz rüde von Sergio Ramos in die Hacken getreten und dann kommt Howard Webb und auch 3, 4 Bayern-Spieler und schimpfen da mit Ramos. Das war ein ganz übles Foul und es gibt eine gelbe Karte für den spanischen Rambo, muss man fast sagen, bei dieser Aktion. Da hätte er ihn richtig böse verletzen können, aber Thomas Müller rappelt sich auf mit seinen starken Beinen. Mit diesen dünnen Haxen hat er schon so viele Tore erzielen können. Aktuell haben wir es angesprochen, hat er eben Probleme. 76. Minute, zentrale Freistoßposition, allerdings 5-6 Meter erst hinter der Mittellinie in der Hälfte von Real Madrid. Und vorne der einsame Wolf, der einsame Rufer, Mario Gomez, zumeist abgemeldet und zugestellt. Und dann Müller ein bisschen rechts versetzt, links von Ribéry und Robben hat jetzt den Ball. Kurz gespielt, Robben auf Müller, Müller gegen 2 Spanier, wird eng und dann macht es gut, lässt den Ball ins Seitenhaus gehen. Einwurf für die Bayern, jetzt muss noch mal was kommen, Hans-Peter. Philipp Lahm beim Einwurf auf der rechten Seite, an der rechten Kante des Strafraums. Thomas Müller lässt den Ball noch abprallen auf seinen Kapitän Philipp Lahm, der rutscht aus und er holt immerhin einen Einwurf raus, unweit der rechten Eckfahne von Real Madrid.
15 Minuten sind noch zu gehen. 1:1 zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid in diesem ersten Halbfinale der Fußball Champions League. Jetzt auch ausgerutscht der Toni Kroos. Versucht den Ball doch noch einmal Richtung Strafraumzentrum von Real Madrid zu spielen. Jetzt Schussversuch von Kroos, wieder abgeblockt. Da gibt's kein Durchkommen. Wie eine weiße Mauer haben sich da aufgebaut vor dem eigenen Strafraum. Gegenzug läuft. Ronaldo auf der rechten Außenbahn im Zweikampf gegen David Alaba und gewinnt diesen Zweikampf. Und Schiedsrichter Howard Webb lässt weiterlaufen. Schön gemacht. Und die Münchner mit Franck Ribéry auf der linken Seite, hat den Ball am Fuß, müsste abspielen, aber in der Mitte ist keiner. Drüben auf der rechten Außenbahn wartet Thomas Müller, weil Arjen Robben jetzt auf der linken Seite bei seinem Spezel, bei seinem Freund, bei Franck Ribéry ist. Der nimmt das Tempo raus, weil er sieht, da sind 2, 3 Leute, die sich vor ihm aufgebaut haben. Dann wissen die Bayern kein anderes Rezept, als erstmal wieder den Ball zurückzuspielen in die eigene Abwehr. Jetzt Jerome Boateng und Bartstuber, die beiden Innenverteidiger am Anschlusskreis, an der Mittellinie. Bartstuber ist rübergegangen, legt den Ball an die linke Kante des Strafraums. Ball wird noch einmal abgeprallt oder wird abgewehrt und dann Foulspiel angezeigt worden, weil der massige Körper von Mario Gomez da hart eingestiegen ist. Du hattest Howard Webb gesehen, der mittlerweile auch schon 7-mal die gelbe Karte gezückt hat. Und deswegen gibt es in dieser 78. Minute jetzt Freistoß für Real Madrid. Die Mannschaft, die in der Fußball Champions League noch ungeschlagen ist, die zu Hause die Primera Division mit 4 Punkten Vorsprung vor Barcelona anführt und die sage treibe 107 Tore in der laufenden Saison erzielt hat. Ja, die heute haben sie nur 1 erzielt, aber das mit gnädiger Unterstützung der Bayernabwehr, die in dieser Szene in der 53. Minute indisponiert war. Ja, so ist es. Diesmal zeigt Howard Webb an, kein Foulspiel von Coentrao gegen Arjen Robben. Und Real Madrid kommt mit Marcelo. Eigentlich mehr ein Linksaußen als ein linker Außenverteidiger, aber er wird von José Mourinho oft auf der linken Seite eingesetzt, ist in der Offensive stark und jetzt haben die Bayern den Ball mit Boateng. Jetzt muss doch mal schneller gehen. Alaba, links ist er draußen, aber man merkt, es sind nur 3, 4 Bayern in der Hälfte von Real Madrid. 6, 7 Weiße, da kannst du keinen Konter fahren, da kannst du nicht schnell spielen. Die Bayern haben zu viel Respekt, wenn sie das Spiel nach vorne schnell öffnen müssen, denn sie wissen natürlich auch, im Gegenzug bei einem Fehlpass klingelt es in der Regel zu 100%. Heute haben nur einmal, schon wieder geht Münchner zu Boden. In dem Fall war es Franck Ribéry, der da gefoult wird in der Hälfte von Real Madrid, aber war halb so wild und sofort ist er da. Der Angel Di Maria entschuldigt sich der Argentinier. Es gibt Freistoß für die Bayern und gleich im nächsten Wechsel bei Real. Esteban Granero kommt in die Partie und den kennen die Bayern sogar, denn er hat 1 bei Getafe gespielt, Hans-Peter, und da gab es ja auch ein legendäres Spiel. Ein Jahrhundertspiel war das. Jetzt geht er runter, der Angel Di Maria, und dafür kommt eben Esteban Granero, wie der Eddie gerade gesagt hat, vom FC Getafe. Ob es noch was bringt, wir sind mal gespannt. 11 Minuten dauert sie noch, diese Halbfinalbegegnung hier in der ausverkauften Münchner Fußballarena zwischen dem FC Bayern und Real Madrid beim Spielstand von 1:1. Damit können die Bayern nicht zufrieden sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Mannschaft muss natürlich Tribut zollen diesen englischen Wochen, diesen häufigen englischen Wochen in den letzten Monaten, die sie da zu absolvieren hatten. Das bleibt nicht einfach mal in den Socken stecken. Und da ist eben eine Mannschaft wie Real Madrid mit so einer hervorragend besetzten Ersatzbank einfach besser aufgestellt als der FC Bayern München, der zwar Krösus in der Fußball-Bundesliga ist, aber auf europäischer Bühne wird das ja immer wieder beklagt, sind die Bayern eben nur doch die zweite Geige, was die Finanzen anbelangt. Jetzt wieder der FC Bayern mit Holger Bartstuber, legt den Ball auf die rechte Seite zu Jerome Boateng, der nimmt seinen Kapitän mit, aber jetzt verrät doch die Körpersprache ein wenig Resignation im Team der Roten aus der bayerischen Landeshauptstadt. Toni Kroos in der Hälfte von Real Madrid mit dem Zuspiel, mit dem schlechten Zuspiel auf Thomas Müller, der spielt dann Jojo und den Ball vollkommen sinnlos auf die linke Seite. Er versucht zwar, sich noch einzusetzen, und der Schiedsrichter hat natürlich diesen Bodycheck von Mario Gomez gegen den Abwehrspieler von Real Madrid gesehen und gibt Freistoß für die ganz in weiß gekleideten Spieler von José Mourinho, der natürlich zufrieden sein wird und ganz geruhsam auf das Rückspiel nächste Woche warten wird, denn nach derzeitiger Lage der Dinge müsste der FC Bayern, um weiterzukommen, ja schon 2 Tore schießen oder mit einem 1:1 möglicherweise dann in Madrid in die Verlängerung zu gehen. Eddie, lass uns mal spekulieren auf die nächste Woche. Glaubst du, dass das ein 1:1 wird nicht reichen? Nein, sage ich heute Abend schon. 1:1 reicht nie im Leben für den FC Bayern München. Zu stark. Real Madrid im Bernabeu. Das haben die Bayern schon in vielen, vielen Spielen erleben müssen. Aber sie kommen mit Alaba am linken Flügel. Jetzt ist an der Grundlinie, jetzt flankt und wird geblockt. Da hat ein kleinen Tick zu lange gewartet gegen Alvaro Arbeloa, der eine gute Partie spielt da als rechter Außenverteidiger. Aber es gibt Eckball und Beifall und Toni Kroos.
geht da müde raus. Und das Argument mit den vielen Spielen will ich nicht so gelten lassen. Vor allem nicht gegen Real Madrid. Ein Cristiano Ronaldo macht heute Abend sein 56. Pflichtspiel. Und der ist trotzdem noch frisch. Also Eckball jetzt für die Bayern. Kommt da rein. Gustavo zu Klein und Robben. Der ist ja auch noch im Spiel in dieser 82. Minute. Hat sich den Ball erlaufen an der rechten Eckfahne. Zurückgespielt über 30 Meter auf Lahm. Lahm ein bisschen Probleme bei der Ballannahme. Wieder zurück zu Boateng. Auch für die Mittellinie dann der Schlag an den Strafraum. Das ist einfach Kick and Rush. Das ist ohne System. Da muss der Ball flach gehalten werden über die Außen. Nur so kannst du Real Madrid knacken. Nicht durchs Zentrum. Nicht an Khedira, Pepe und Ramos vorbei. Du musst da Coentrao und Alves aussuchen. Kein System, keine Ordnung. Aber jetzt Franck Ribéry, lupft den Ball drüber, ist im Strafraum, Blick ab auf Ryan Robben und dann geklärt. Geklärt von Coentrao. Handspiel wird reklamiert und der Unparteiische gibt aber keinen Strafstoß. Wir haben ja 5 Unparteiische, auch die hinter der Strafraumgrenze und hinterm Torraum haben das gesehen. Es wäre natürlich auch jetzt unsportlich, wenn der FC Bayern da ein Handspiel haben wollte, wo keines war. Also die Aufregung vergebens, Riesenmöglichkeit. Da hat er ganz elegant den Ball über den Abwehrspieler von Real Madrid gelupft, der Franck Ribéry dann abgelegt auf Arjen Robben, aber der zögert ein bisschen und dann ist er da, der Coentrao und klärt. Aber die Stimmung, gewaltige Kulisse meldet sich noch einmal zurück in dieser 83. Minute bei diesem 1:1 in der ausverkauften Münchner Fußballarena beim Spiel zwischen Bayern und Real Madrid. Vielleicht geht ja noch was. 7-8 Minuten, aber jetzt geht natürlich möglicherweise was für Real Madrid. Ronaldo, rechte Außenbahn im Zweikampf gegen Bartstube, abgelegt in die Mitte. Benzema noch einmal durch Möglichkeit. Der eingewechselte Marcelo war da, der da schießt, aber abgeblockt. Gegenzug läuft, jetzt muss es schnell gehen, aber die Schritte werden immer langsamer. Toni Kroos auf der linken Seite legt sich den Ball zu weit vor und holt immerhin einen Einwurf raus. Aber schau mal dahin, wie langsam die sich nach vorne bewegen. Ich glaube, die sind einfach jetzt auch körperlich platt. Das geht natürlich, das zehrt einerseits an den Nerven dieses Spiels beim FC Bayern. Und dann kostet das natürlich Kondition. Und dann gibt es jetzt so eine Entscheidung. Wieder Stürmerfoul angezeigt und Freistoß für Real Madrid. Ich glaube, so schwer es uns fällt, liebe Fußballfreunde in Deutschland und ganz besonders Anhänger des FC Bayern, wir müssen uns damit anfreunden, dass es heute Abend hier keinen Sieger geben wird. 1:1 zwischen Bayern München und Real Madrid. Entscheidung vertagt auf den nächsten Mittwoch. Und dann heißt es möglicherweise für den FC Bayern letzte Ausfahrt Madrid mit Blick Richtung Champions League Finale im eigenen Stadion am 19. Mai. Das letzte Spiel in Bernabeu war ja eine Pleite. Das 0:2 gegen Inter Mailand, das Finale 2010. Und das Bernabeu wird vielleicht wieder einmal ein schlimmer Abend werden. Wir wollen nicht unken, denn 1:1 ist kein gutes Ergebnis, nicht zu Hause gegen Real Madrid. Ein zweites Tor wäre wichtig, dann müsste Real zumindest zu Hause offensiv nach vorne spielen, auf dem Tor spielen. So können sie erst einmal die Bayern ein bisschen kommen lassen. Und sie haben ja elegante, schnelle Konterspieler. Sie haben gewechselt. Kaká, der Brasilianer, kam 1 für 68 Millionen vom AC Mailand. Das in Summen für Benzema. Und die Bayern wieder am eigenen Strafraum. Und diesmal Luis Gustavo gefoult. Es gibt Freistoß für die Bayern. Jupp Heynckes wirkt ein bisschen desillusioniert. Er war so überzeugt von einem großen Spiel seiner Mannschaft und die haben das angeboten bis zu diesem 1:1 in der 53. Minute. Das sah wirklich viel danach aus, dass die Bayern hier zu Null spielen könnten gegen diese starke Offensive und dann dieser kurzzeitige Blackout der Bayern-Abwehr. Da wurden sie aber auch klasse ausgespielt von Ronaldo, von Benzema und in letzter Konsequenz dann von Mesut Özil, dem Torschützen, zum 1:1. Der ist mittlerweile schon lange da draußen, hat sich bereits geduscht und kann sich bereits einstellen auf den Klassiker am Samstagabend in Nou Camp, FC Barcelona gegen Real Madrid. Das ist vielleicht der einzige Vorteil für die Bayern, dass Real Madrid dieses Spiel vor der Brust hat, vor dem Rückspiel. Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt und noch ist der FC Bayern nicht draußen, obwohl dieses 1:1 sicherlich die Zuschauer nicht zufriedenstellen wird und auch die Spieler des FC Bayern. Noch einmal Philipp Lahm, rechte Kante des Strafraums, schlägt einen Haken, jetzt kommt die Hereingabe auf den Vermittler. Kopfball Gomez, genau in die Hände von Iker Casillas. Jetzt haben sie auch wieder Pech gehabt, zweimal Kopfbälle von Gomez, einmal knapp über die Latte des spanischen Tores, einmal wie jetzt in dieser 86. Minute genau in die aufnahmebereiten Hände vom spanischen Torhüter von Iker Casillas. Aber die Bayern setzen noch einmal nach, also sie geben nicht auf. Sie wissen natürlich auch, dass das alles andere als eine ideale Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche im Estadio Santiago Bernabéu ist. Toni Kroos, 20 Meter vor der Mittellinie auf der rechten Seite und wie ein Irrwisch fegt er da wieder durch die Coachingzone der Monsieur Mourinho, der Senior
Mourinho und sieht, wie es jetzt einen Freistoß für seine Mannschaft gibt, weil da Foulspiel angezeigt worden ist, dicht vor der Mittellinie auf der linken Seite. Und sie haben natürlich alle Zeit dieser Welt nach diesem Foulspiel gegen Alonso. Freistoß für Real Madrid. Der Gefaulte führt selbst aus, hat dann abgelegt auf Granero, der Eingewechselte, der verliert den Ball kurz vor dem Strafraum auf der rechten Seite. Deswegen noch einmal der FC Bayern mit Philipp Lahm. Vorne bietet sich keiner an. Vorne ist überhaupt keiner in der Nähe des Strafraums. Sie legen jetzt alle 10 Meter rechts und links hinter der Mittellinie, warten auf ein Zuspiel. Auf der linken Seite ist das jetzt wieder einmal Luis Gustavo und David Alaba. Zuspiel von Toni Kroos. Erst einmal nicht schön genug, dann Thomas Müller, 20 Meter vor dem Tor, Thomas Müller, die Möglichkeit, Gomez, Foulspiel und er gibt wieder keinen Elfmeter. Oh, da kommt die Grätsche, aber er hat solche Szenen durchgehen lassen. Der sinkt zu Boden wie eine Eiche, die gefällt wird, der Mario Gomez, aber das war vielleicht ein Tick zu theatralisch für den Mr. Webb von der Insel, der hat gesagt, nein, Mario Gomez, tut mir leid, dafür gebe ich keinen Strafstoß und Mario Gomez schimpft jetzt noch hinter das Tor, weil da der fünfte Unparteiische steht, auch ganz in grün gewandet und mit der schwarzen Schiedsrichterhose, aber auch der hat keinerlei Zeichen dem Howard Webb gegeben und hat gesagt, das war astrein, das war normaler, fairer, körperlicher Einsatz der Abwehr von Real Madrid gegen Mario Gomez und deswegen bleibt es dabei, der FC Bayern hält dieses 1:1, es sind noch 2,5 Minuten reguläre Spielzeit und ich glaube, wir müssen uns immer mehr mit diesem Unentschieden anfreunden. Knifflige Entscheidung von Howard Webb. War es ein Elfer oder war es keiner? Wir haben hier keine Zeitlupe. Auf den ersten Blick hätte ich gesagt, keiner. Aber vielleicht war doch noch ein Bein irgendwie dran. Egal, er hat nicht gepfiffen. Jetzt müssen die Bayern aufpassen. Denn noch einmal kommt Real Madrid über die rechte Seite mit Esteban Granero. Es gibt Eckball für das weiße Ballett. So wurden sie eins getauft. Also Ballett war das heute Abend zwar nicht, aber es waren viele starke Offensivaktionen der Königlichen. Marcelo, der Brasilianer mit dem Wuschelkopf und den orangenen Fußballschuhen, hat sie den Ball zurechtgelegt. Klein gewachsen, wirkt ein wenig gedrungen, wird den Ball gleich mit viel Schnitt reinbringen. 89. Minute, Neuer pflückt sich hin und jetzt muss er mal schnell abwerfen. Macht das, auf die linke Seite, Ribéry, aber wieder drei Weiße hinten und nur einer vorne, das ist Arjen Robben, Müller. Müller zeigt an auf der rechten Seite, Pass rüber, dauert zu lange, Lahmhöhe, Mittellinie, Madrid schon mit 10 Mann wieder hinten. Das ist das große Problem des FC Bayern München, das Umkehrspiel, das schnelle Spiel nach vorne, das Dortmund so wunderbar momentan in der Fußball-Bundesliga präsentiert. Das ist beim FC Bayern München einfach nicht zu sehen. 1:1, noch 90 Sekunden ohne Nachspielzeit. Müller wieder zurück zu Boateng. Ich glaube, die Bayern werden jetzt erstmal mit dem 1:1 leben können und müssen und werden dann alles in die Waagschale schmeißen am kommenden Mittwoch im Bernabeu-Stadion vor den 85.000 Zuschauern. Noch einmal Ribéry, rechter Flügel, höher Strafraum. Kann sich durchsetzen gegen Coentrao. Eine Finte, zwei Finten, immer noch Ribéry. Wieder zurück zu Lahm. Und was macht Lahm jetzt? Fintiert einmal, zweimal, auch eher gegen Coentrao. Er kann sich durchsetzen, Lahm. Jetzt muss die Flanke kommen. Scharf nach innen. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Tor von Mario Gomez. In der 90. haut er den Ball aus 3 Metern rein. Aber Lahm, das war sensationell. Der Bayern-Kapitän, er übernimmt die Verantwortung, geht auf der rechten Seite runter bis zur Grundlinie. Dann die Hereingabe. Zweimal hat er es mit dem Kopf versucht, der Mario Gomez. Einmal gescheitert an Casillas, einmal knapp drüber gelegt. Und jetzt trifft er in der 90. Minute 2:1 für den FC Bayern München. Und damit sind die Chancen wieder sprunghaft gestiegen, sind die Aktien des FC Bayern München wieder sprunghaft gestiegen. Zwar reicht Real Madrid nächste Woche im Rückspiel jetzt ein 1:0, aber die Bayern sind auch auswärts gut. Und das, was wir gerade angefügt haben, trifft ja nun dazu. Jetzt müssen sie offensiv spielen, die Madrilenen im heimischen Stadion. Estadio Santiago Bernabeu, 3 Minuten Nachspielzeit gibt es also noch einmal. Und Mario Gomez mit seinem 12. Champions-League-Tor macht die Bayern glücklich, zumindest für die heutige Nacht. Noch einmal Granero auf der rechten Seite, Obacht, jetzt bloß nicht noch einen kassieren in der Nachspielzeit. Oder vielleicht
vielleicht noch einen machen. Das wär's doch. Das wäre das Richtige. Franck Ribéry auf der linken Seite. Jetzt nehmen sie Tempo raus. Klare Sache. Damit haben sie vielleicht gar nicht mehr gerechnet, dass sie in der 90. Minute ausgerechnet durch Gomez, der zuvor zweimal gescheitert war, doch noch hier zum Siegtreffer kommen. Gomez könnte ein Duell auf der rechten Seite gewinnen. Hat das Duell gewonnen. Mario Gomez, rechte Seite. In der Mitte wartet Arjen Robben. Drüben auf der linken Seite Toni Kroos. Robben angespielt. Nähert sich dem Strafraum. Ist jetzt im Strafraum drin. Nimmt Tempo raus. Und dann ist erst einmal die Gefahr beseitigt. Ballbesitz für Bayern. Franck Ribéry, bring das Ding doch rein auf Thomas Müller. Thomas Müller noch einmal abgespielt auf Franck Ribéry. Der kriegt sogar den Abpraller. Dann gibt es einen Bodycheck von Alonso. Und dann immer noch die Situation nicht bereinigt. Erst jetzt haben sie die Kugel rausgebracht. Die Weißen aus der spanischen Hauptstadt. Und deswegen noch einmal Kontermöglichkeit Ronaldo. Und er gibt Freistoß. Er gibt Freistoß der Howard Webb. Aber nicht nach dem Foul an Ronaldo, sondern nach dem Foul an Gonzalo Higuain, der zuvor gefoult worden ist. Und er kriegt dafür noch die gelbe Karte, weil er schimpft wie ein Rohrspatz. Luis Gustavo gesperrt im Rückspiel. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, war es Luis Gustavo. Das ist eine ganz bittere Pille, denn der war bärenstark. Nee, Higuain, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Pardon. Yeah. Zunächst kam Gustavo hin zum Schiedsrichter und dann Higuain mit der gelben Karte. Wurscht, 2-1 für die Bayern. Neuer pflückte den Ball, er hat ihn. Und jetzt sollten die Bayern das Ding einfach runterspielen. 2-1, das wäre wieder ein Sieg gegen Real Madrid zu Hause. Der 9. in 10 Vergleichen, das ist unglaublich. Einmal gab es unentschieden. Aber heute Abend ist es ein ganz, ganz wichtiger. Denn mit einem 1-1 brauchst du normalerweise gar nicht mehr nach Madrid reisen. Aber 2-1 ist schon ganz was anderes. Ein Tor können die Bayern allemal auswärts erzielen. Und dann muss Real auch schon mal 3 schießen, um die Bayern rauszukegeln. Der Traum vom Finale lebt weiterhin. 19. Mal hier in München. Aber es werden brutal schwere 90 Minuten im Rückspiel in Madrid. Vielleicht 120 Minuten oder gar ein Elfmeterschießen. Alles drin für die Bayern. 2 müssen sich steigern. Arjen Robben im Rückspiel in seiner alten Heimat. Dort hat er 2 Jahre gespielt in Bernabeu. Und natürlich auch Kroos und Müller, wenn sie spielen sollten. Jetzt ist das Ding immer noch nicht aus. Und jetzt hat Marcelo zugelegt. Spiel gegen Bart Stuber. Ganz böse, ganz hässliche Szene. Rudelbildung dort drüben auf der linken Verteidigerposition. Und der Howard Webb ist da. Bringt die Streithähne erst einmal auseinander. Ich glaube, es ist der Holger Bartstuber, der da unten liegt, der da einen mitgekriegt hat. Der Thomas Müller, das wäre natürlich ganz, ganz bitter. Wir sehen noch keine Reaktion von Howard Webb. Er holt sich den Übeltäter. Es ist Gonzalo Higuain, der wohl gerade die gelbe Karte gesehen hat. Was macht er, der Howard Webb? Er holt sich den Übeltäter noch einmal. Bislang noch keine persönliche Strafe ausgesprochen. Es geht beim Spielstand von 2-1 für Bayern München auf jeden Fall weiter mit einem Freistoß. Und jetzt holt er sich den Übeltäter. Marcelo ist es, der hat noch keine gelbe Karte gesehen. Gelbe Karte für Marcelo, war wohl ein böses Foul vom Brasilianer. Die Reaktion des Münchner Publikums ist eindeutig, aber sei es drum, im Großen und Ganzen für beide Mannschaften steht ja in diesem Champions League Kracher so viel auf dem Spiel, war es dennoch über weite Strecken eine faire Partie und ich bleibe dabei, der Howard Webb hat zu 90% in seinen Entscheidungen richtig gelegen. Der FC Bayern führt mit 2-1, würde mit einem leichten Vorsprung in das Rückspiel ins Estadio Santiago Bernabéu fahren, aber dass es ein hartes Stück Arbeit wird, da braucht man kein Fußballprophet zu sein. Was für ein gigantischer Fußballabend, was für ein spannender Fußballabend, nichts für schwache Nerven. Adrenalin pur war das hier, das die Zuschauer zu sehen bekommen haben und jetzt ist aus das erste Halbfinale-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid in der Fußball Champions League ist Geschichte. Ein spannender Fußballabend geht mit einem am Ende verdienten 2-1 Erfolg des FC Bayern München gegen Real Madrid zu Ende. Wir hören und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche beim Rückspiel und drücken natürlich dem FC Bayern München die Daumen. Für heute Abend sagen wir, das war's. Guten Abend, buenas noches, gute Nacht.